5% vom Ganzen. So viel, wie wir von der Rindermarkthalle zugesprochen kriegen, sind das hier 5% vom Pumpernickel. Wir sind die Leute in St. Pauli und im Schanzenviertel, die offensichtlich vergessen wurden einzuladen. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier heute zu unserer öffentlichen Veranstaltung vor Ort im Wirtschaftsgymnasium zur Frage der Nachnutzung der alten Rindermarkthalle im Namen des Bezirksamts Hamburg-Mitte und EDK Nord. Im Grunde genommen ist das eine Fortsetzung der vorherigen Nutzung mit einem neuen Pächter, eben EDK. Und ich glaube, das ist, war immer der Nutzungsbestandteil, der auch unumstritten war in allen Konzepten, die es gab. Kann man sich ja fragen, weshalb wir dann jetzt hier über stadthalbbezogene Nutzung und Stadthalborientierung sprechen. Das hat natürlich mit der ganzen Vorgeschichte zu tun, dass in der Diskussion um eine neue Nutzung sehr deutlich geworden ist, was es auch für Erwartungen gibt, was es auch einfach für Bedarfe gibt, wie viele Initiativen und Ideen und Vorschläge es einfach gibt, die auch dringend Räume brauchen, sodass man schon überlegt hat, wie kriegen wir das hier vielleicht mitunter, obwohl wir eine echte Neukonzeptionierung und Neuplanung erstmal zurückstellen. Und der zweite Grund ist sicher, dass ohnehin eine sehr umfangreiche Instandsetzung des Gebäudes erforderlich war, Sanierung, man sehr viel baulich tun musste und damit eben sich auch Spielräume ergeben haben, neue Flächen erschlossen werden konnte, sodass man sagen konnte, da müsste doch auch was für ein Stadtteil drin sein. Es ist dann die Vereinbarung getroffen worden, zusätzlich zu dem normalen Pachtvertrag, den es dann gegeben hat, 600 bis 800 Quadratmeter auf jeden Fall stadtteilbezogen zu nutzen, zu vergünstigten Mieten und die schlicht zur Verfügung zu stellen. Das ist ja auch ein wesentlicher Kern von dem, über was wir heute reden. Es gab außerdem die Zusicherung, dass die Moschee, die seit vielen, vielen Jahren hier am Standort in der Rindermarkthalle beheimatet ist und eine ganz, ganz wichtige Anlaufstelle für St. Paulianer muslimischen Glaubens ist, weit über den Stadtteil auch hinaus, weil wir sehr wenig Moscheestandorte nur im innerstädtischen Bereich haben, dass dieser Standort auf jeden Fall erhalten bleiben muss. Das ist auch gelungen, sodass eben jetzt ein Großteil dessen, was am ersten OG an Flächen schon bestehend, aber auch neu hinzukommt, zur Verfügung steht, denke ich schon eine klare Stadtteilorientierung hat. Es gibt weiterhin ein paar Themen, dass man guckt, wie machen wir das auf dem Vorplatz. Es gibt das Thema Planungswürfel und ein paar weitere. Das wollen wir heute hier einfach besprechen, auch ein paar Diskussionsstände, Vorschläge einholen und einfach auch zusehen, dass wir hier eine Transparenz hinbekommen, dass wir überlegen, wie man ein Verfahren hinkriegt. Es ist ein Spielraum entstanden, hier mehr Stadtteilorientierung hinzukriegen, als die ganzen letzten Jahrzehnte hier waren. Und insofern ist uns wichtig, dass wir das tatsächlich mit dem Stadtteil, mit den umliegenden Quartieren zusammen machen und dass auch ganz sozusagen die Entscheidung und das ganze Verfahren jetzt eben auch geprägt wird durch das, was aus den Stadtteilen da an uns angetragen wird. Das betrifft sowohl die Zusammensetzung der Jury als auch, also man muss ja irgendwie sich ein Gremium ausdenken, was am Ende eine Entscheidung trifft, wer diese Flächen belegt. Und das sollten mehrheitlich auch Stadtteilvertretern zusammengesetzt sein. Und die Frage, welche Kriterien legt man eigentlich an, wie soll so ein Bewerbungsverfahren aussehen, das sind alles Punkte, die wir heute sprechen wollen. Und ich kann sagen, dass es keine Festlegung gibt, es ist noch nichts entschieden, wir haben noch relativ viel Zeit. Die Flächenaufteilung und vieles andere, also auch welche Baumgrößen und so weiter wir haben, ist offen. Insofern ist das der richtige Zeitpunkt, jetzt in die Diskussion einzusteigen. Und unser Eindruck ist, dass auch der neue Pächter EDEKA ein großes Interesse hat, hier über die 600 bis 800 Quadratmeter stadtteilbezogene Nutzung eine möglichst hohe Akzeptanz hinzubekommen. Und deswegen hoffen wir auf eine konstruktive, positive Diskussion. Und ich denke, dass Herr Sauer dann jetzt von Seiten des Pächters EDEKA noch ein paar Worte auch dazu sagen wird. Herzlichen Dank. Mein Name ist Peter Sauer und ich bin bei der EDEKA Nord verantwortlich für den Bereich Immobilien. Herr Grote sagte das gerade schon, dass wir vor gut einem Jahr die Entscheidung von der Stadt bekommen haben, als Generalmieter für das Objekt auftreten zu können. Wir freuen uns sehr darüber und in Horsen und Münster, wo die EDEKA Nord ansässig ist, war das von Anfang an ein Objekt, was jeden, der damit zu tun hatte, begeisterte.
war aber letztendlich im Unternehmen eine Situation, dass jeder seine Ideen mit einbrachte. Wir haben aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass wir das Thema Edeka, also die Edeka-Fläche, gut und sinnvoll darstellen konnten und auch planen konnten, aber auch sehr schnell an unsere Grenzen geraten sind, was den Rest angeht. Und das ist einfach ein Versäumnis gewesen aus unserem Hause, haben völlig unterschätzt, welche Bedeutung das Objekt im Stadtteil hat, im Quartier. Das haben wir versäumt, aber letztendlich ist es ja noch nicht vorbei und wir können das letztendlich ja noch beheben und deshalb sind wir heute an diesem Tag auch angetreten zu sagen, lassen wir uns gerne darüber sprechen. Wir haben uns zusätzlich noch mit dem Maßmann zu meiner Linken Unterstützung geholt in der Konzeptionierung, in der Projektierung des Objektes. Primär aus dem Grund, weil wir auch gemerkt haben, die Komplexität, die Bedeutung des Objektes kann man schlecht aus Neumünster machen. Nicht nebenbei und nicht wie einen normalen Edeka-Markt. Dafür gehört viel, viel mehr zu, als dass wir das aus Neumünster mal eben nebenbei machen können. Und ja, haben Maßmann dann auch jemanden gefunden, der uns kompetent und beratend zur Seite steht und ihn auch mit den Kompetenzen ausgestattet, dass er, wenn er als Hamburger vor Ort in den Gesprächen letztendlich auch Zusagen macht, das dann auch verantwortlich und sinnvoll in unserem Namen macht. Schönen guten Abend, mein Name ist Jan Zunke, wie gesagt, von der Springhofer AG. Wir sind für die Eigentümerin, die hier die Freie Hansestadt Hamburg noch direkt ist, vertreten durch die Finanzbehörde mit der Bewirtschaftung beauftragt des Gebäudes. Haben wir schon seit Jahrzehnten eigentlich in der Bewirtschaftung, schon seit den 70er Jahren, seitdem es diese Nutzung eigentlich gab, die jetzt wieder dort etabliert wird. Wir sind mit den beschriebenen Umständen, die Herr Grote eben schon ausführte, welche Nutzung denn vorgesehen ist für das Objekt, bevor nochmal über eine endgültige Nutzung in weiterer Zukunft gesprochen wird, beauftragt worden, mit den Themen, die eben diesen Nachversorgung sicherzustellen, auch etwas neuere Komponente, die zwar auch Nachversorgung heißt, aber ein Marktteilkonzept mit zu etablieren. Erhalt der Moschee war schon angesprochen, ganz wichtiges Thema, sag ich mal, was wir auch schon endvertraglich auch schon Edeka wiederum gelöst hat, sag ich mal, wenn wir in die Betriebsphase nachher des Objektes gehen. Flächen für stadtteilbezogene Nutzung, Hauptanlass, weswegen wir heute hier sicherlich zusammengekommen sind, zu etablieren. Und wichtig war uns an der ganzen Geschichte, einen Mieter zu finden, der irgendwo doch, und da möchte ich ein bisschen Herrn Sauer eigentlich widersprechen. Wir haben in den Mietvertragsverhandlungen durchaus sehr gut mitbekommen, dass Edeka in vielen Bereichen schon verstanden hat, dass dieses Objekt ein besonderes ist und diesem Stadtteil ganz besonders verankert ist. Ich glaube nicht nur zuletzt die Auswahl des Edeka-Betreibers, das ist mit rein die Deals neben vielen anderen, aber die ganze Planung, die wir nun intensiv miteinander und Diskussionen, die wir hatten, haben das schon zum Ausdruck gebracht. Natürlich kann man vieles immer besser machen, das ist auch keine Frage und wir alle lernen in solchen Prozessen. Deswegen sitzen wir auch hier zusammen und da würde ich, glaube ich, hier die Bemerkung von Herrn Sauer anlegen. Ansonsten kann ich das nur bestätigen, wie andere Mitbewerber das auch getan, aber nicht so intensiv wie Edeka, die hier an diesem Thema dran waren. Wir sind also an den Stellen so eigentlich ganz gut vorangekommen. Wir mussten ein europaweites Ausschreibungsverfahren machen. Wir als Springhofer AG für die Leistungsphase 5, für die Architekten, das ist auch so weit gelaufen, dass wir uns beauftragt und kräftig am Arbeiten. Und zurzeit sind wir dabei, in enger Abstimmung mit Edeka diese Planung eben zu verifizieren, festzuzuhören. Und dann auch wirklich in die Umsetzung zu kommen. Wir haben im April schon angefangen mit Sanierung der Grundzielleitung. Das haben wir auch sehr, sehr früh feststellen müssen, ist, dass dieser städtebauliche Komplex auch heute noch sehr gut ablesbar ist. Das ist nicht nur in den Gesprächen mit dem Denkmalschutz auf uns klar und deutlich geworden, sondern wir haben es dann auch durch die eigenen Befunde vor Ort, aber auch durch Spaziergänge bzw. Erläuterungen so mitgeteilt bekommen. Eine Vision, wie wir auch den gemeinsamen Weg mit der Denkmalspflege mit der Stadt zusammengefunden haben, wie sich das Gebäude heute wieder zeigen könnte. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Mein Name ist Peter Massmann, wie schon ordentlich erwähnt. Ich habe ein kleines Unternehmen, welches sich der Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien und der Optimierung von Einzelhandelsimmobilien widmet und diese nach der Entwicklung auch selbst vermietet. Wir versuchen außer den Interessen der Eigentümer und Auftraggeber, die wir natürlich haben und auch brauchen, auch die der Anwohner zu berücksichtigen und tatsächlich auch die der Politik. Das Ganze machen wir noch relativ neu, nämlich erst seit dem 1.8. dieses Jahres. Da haben wir den Auftrag von der Edeka erhalten. Und wenn ich sage ich, dann gibt es zusätzlich Herrn Hünisch, der sich jetzt eh schon erhebt.
mein Mitarbeiter, den der ein oder andere von Ihnen auch schon kennengelernt hat, weil er in den letzten Wochen auch schon fleißig unterwegs war und Gespräche geführt hat mit den verschiedenen Sanierungsbeiräten und auch mit einzelnen Initiativen, die heute ja auch hier sind. Was planen wir, was haben wir vor, wo können wir vor allen Dingen noch Ihre Hilfe gebrauchen und wo können wir gemeinsam hier etwas unternehmen? Ja, und Sie sehen gleich meine erste Folie, die gab es heute schon mal. So kommt das, wenn man sich nicht so gut abstimmt. Aber meine ist immerhin blau und nicht grün. Aber Gott sei Dank stimmt die Zahl genau mit der von Herrn Zunkel überein. Sprich, wir haben eine Grundfläche dort, also ein Grundstück von 30.000 Quadratmetern. Lassen Sie doch mal die Information geben. Was soll denn das? Okay, das gehen wir hin. Wir möchten informiert werden. Aufgenommen. Ja. Ja. Wenn Sie es schon wissen, dann halten Sie einen Moment den Mund, bitte. Okay, dann Sie bitte vorfahren. Sie spielen doch schon wieder Stören. Lassen Sie es doch mal erklären. Wie heute schon gesagt wurde, von der Edeka den Auftrag bekommen, ein Konzept zu entwickeln. Ja, gut. Und wie wir auch schon gesagt haben, haben wir auch den Auftrag mit der Vermietung. Aber geht es um die Markthalle, die es zusätzlich zu einem Edeka-Supermarkt geben wird? Es geht um die Gastronomieflächen, es geht um die ganzen Flächen im ersten Obergeschoss und, wurde auch schon gesagt, es geht auch um die Außenflächen, die es zu gestalten gibt. Ganz wichtig, wir präsentieren hier heute kein fertiges Konzept. Ich weiß, einige sind hierher gekommen und sagen, hey, der Auftrag, den gibt es jetzt ein Jahr, jetzt muss ja wohl die Edeka endlich mal ein Konzept hier vorlegen. Tut sie nicht und auch wir tun es nicht, nicht nur, weil wir seit 1.8. erst dran arbeiten, sondern weil wir der Auffassung sind, dass das Konzept Markt nicht nur von uns zwei beiden entwickelt werden sollte, weil wir so besonders schlau sind, sondern von vielen anderen, die gekommen sind, die sich gerne zu den Themen einbringen können. Wie, dazu komme ich gleich noch. Was Sie also heute hier sehen und von mir hören, sind Ideen, die wir bisher haben, die Edeka bisher hat, die wir Ihnen so transparent wie möglich aufzeigen wollen, aber es ist um Himmels Willen noch kein Endstand. Ein Blick zurück, ganz kurz, wurde schon kurz erwähnt. Das gab es da, sprich es gab, Herr Grote sagt es schon, immer irgendwie ein ziemlich hässliches Gebäude. Da waren irgendwie Warenhäuser drin, von Plaza über Walmart und zum Schluss dann Real. Das sah ziemlich fies aus und es war ein SB-Warenhaus, mehr nicht. Also fast zu 100% Verkauf. Was wollen wir, was soll morgen dort sein? Klar, wir wollen auch Nahversorgung, weil das wollen die Bürger hier im Stadtteil. Aber wir wollen auch Grünflächen. Sie wollen auch Grünflächen. Wir wollen Gastronomieflächen. Wir wollen, wie wir schon gehört haben, die soziokulturellen Einrichtungen. Wir wollen eine größere Moscheefläche, die wir auch bekommen werden. Und wir wünschen uns auch eine Kita. Unser Ansatz also alles, was in der Rindermarkthalle und zukünftig drumherum passiert, bringt den Stadtteil, bringt Ihnen allen einen Mehrwert. Wir wollen einen Stadtteilbezug haben, wir wollen möglichst große Vielfalt dort haben, wir wollen das Ganze so international wie möglich machen. Nachbarschaft und Begegnung sollen dafür im Vordergrund stehen. Und wir wollen Demokratie! Kann ich auch applaudieren. Das sind alle zusammen. Wir sollen und wollen einen Bezug zum Stadtteil haben, das zeigen die Fotos nochmal. Wir wollen da nichts machen, was irgendwie entfremdet ist, sondern das, was wir hier vorfinden, was wir hier alle kennen, das soll sich letztlich da auch widerspiegeln. Es gibt ein paar Eckpfeiler, die sind vorgegeben und die kommen auch wir nicht drum herum. Die stehen in dem Mietvertrag, den Herr Zunke und Herr Sauer schon miteinander gemacht haben. Ich finde auch, dass es schlaue Dinge sind, die da drin stehen, nämlich ein Verbrauchermarkt, nämlich einer von Edeka soll dort hinein. Eine noch zu entwickelnde Markthalle soll dort hinein, ein Discounter, ein Drogeriefachmarkt, ein Backshop und Gastronomie, das alle zum Zwecke der Nahversorgung, so steht im Mietvertrag. Außerdem wollen wir natürlich dabei beachten, gar keine Frage, am Ende des Tages muss das Ganze auch noch funktionieren, damit nicht auch die Edeka irgendwann wieder auszieht, Real und Walmart. Und das muss man auch ehrlich sagen, Edeka will mit dem Ganzen auch Geld verdienen. So ehrlich muss man sein. Im Mittelpunkt der Nahversorgung steht im Erdgeschoss das, nämlich ein Edeka-Supermarkt, ein Butnikowski, ein Aldi, die Markthalle, die das neue Herzstück dieses Gebäudes sein soll, und Gastronomieflächen und natürlich die ganzen großen Außenflächen, die um das Gebäude herum sich befinden. Da haben wir zum einen den Edeka Supermarkt, der wird eine Verkaufsfläche von ca. 4.700 Quadratmeter haben. Und dazu an dieser Stelle willkommen
Herr Holz, der wird einer der beiden Betreiber sein. Er ist, wie er mir eben nochmal gesagt hat, seit über 40 Jahren der Edeka-Betreiber hier aus der Paul-Rosen-Straße. Und ich finde es ganz schlau, dass die Edeka sich dafür entschieden hat, dass Herr Holz da einer der Betreiber sein soll. Denn wer weiß nach über 40 Jahren besser als Sie, was die Menschen hier im Stadtteil eigentlich wollen, aber auch, was sie nicht so gerne. Und warum sitzt er nicht da vorne? Bitte? Warum sitzt er nicht da vorne? Können wir ihn ja gleich hier vorne einladen. Ein bisschen scheu. Genau. Außer dem Edeka-Markt gibt es einen Burikowski und einen Aldi. Und das Kernstück ist die Markthalle mit 3500 Quadratmetern, so wurde es auch zugesagt. Die gilt es allerdings noch zu entwickeln. Vorne vor dem Objekt, wir hatten es eben auf dem Foto gesehen, gibt es einen großen Marktplatz. Ich komme gleich zu möglichen Nutzungen. Und es gibt Gastronomiekonzepte, die auch in diese Markthalle übergehen. Zum Obergeschoss. Hier wurden, Herr Grote sagt es bereits, von der Edeka schon im Vorfeld zugesagt, dass es eine Fläche von 600 bis 800 Quadratmeter für sogenannte, tolles Wort übrigens, soziokulturelle Nutzung geben soll. Wir sind der Auffassung, dass über diese Fläche hinaus auch die anderen Flächen im ersten Obergeschoss einen Mehrwert für den Stadtteil bringen sollen. Wir wollen uns also nicht auf diese 600 bis 800 Quadratmeter beziehen, sondern Sie sehen an der Aufzählung, auch die anderen Themen haben was mit dem Stadtteil zu tun. Das ist zum einen die Moschee, Herr Yilmaz, herzlich willkommen auch Ihnen. Die wird vergrößert und auch eine Moschee hat ja was mit dem Stadtteil zu tun. Wir planen eine Kita von ca. 900 Quadratmeter, auch die, finde ich, hat was mit dem Stadtteil zu tun. Und wir wollen kleinteilige, günstige Büroflächen, davon gibt es ja nicht allzu viel, anbieten und klar, brauchen auch Personal- und Technikräume. Ein Blick in das Obergeschoss hier, erste Ideen dazu, keine Festlegung, erste Ideen. Und Sie sehen auf der Westseite, ist das hier so ein Ding, mit dem man so einen roten Punkt erzeugt, oder? Ja. Hier diese Fläche für sogenannte soziokulturelle Nutzung, das ist hier die Westseite. Und wir kommen tatsächlich auf 800 Quadratmeter, über die es nachher noch zu sprechen gilt. Hier gab es eine Festlegung, das will ich auch nochmal deutlich sagen, unter der Überschrift Butter bei die Fische. Die Fläche soll 5 Euro pro Quadratmeter kosten, also zum Selbstkostenpreis. Wir kommen nachher nochmal dazu, wie die Flächen vergeben werden sollen. Hier vorne befindet sich die Moschee, die wir bereits angesprochen haben. Das sind auch 800 Quadratmeter circa. Und in diesem vorderen Bereich gibt es dann kleinteilige Büroflächen für Ateliers, für Existenzgründer, Agenturen und andere, aber auch mit dem Schwerpunkt Bewerber hier aus dem Stadtteil. An der Ostseite planen wir dann eine Kindertagesstätte, sehr groß, mit 900 Quadratmetern. Hierzu muss man sagen, gibt es auch eine Menge Klärungsbedarf. Kitas haben Riesenauflagen, wie ich inzwischen gelernt habe. Da werden wir uns sowohl mit dem Vermieter, Herr Zunke, als aber auch mit den Behörden, Herr Grote, noch auseinandersetzen müssen und dafür gemeinsam kämpfen müssen, dass wir das genehmigungstechnisch auch alles hinbekommen mit der Kita. Bewerberlage würde ich ganz gerne nochmal mit Ihnen einen Blick drauf werfen. Eine Auswahl haben wir hier mal von einigen, die sich bereits um diese 800 Quadratmeter stadtteilbezogene Nutzung beworben haben. Also hier gibt es schon eine ganze Menge, einige sind wahrscheinlich auch hier heute, die gesagt haben, oh, das interessiert uns, für 5 Euro können wir uns gut vorstellen, dort Proberäume, aber auch eine Hip-Hop-Akademie, Kung-Fu-Schule, Tanzschule, Kindermusikschule, Archive, alles Bewerbungen, die es bereits heute gibt und dies ist nur eine Auswahl der heutigen Bewerber. Die Außenflächen, auch das, hier soll ein Platz sein für viele Möglichkeiten. Heute gibt es ja überhaupt gar keine grünen Flächen dort. Es ist ja 100% versiegelt, was wir da vorfinden. Sprich, wir möchten Grünflächen, wir möchten einen attraktiven Vorplatz, der dort gestaltet sein soll. Wir möchten Außengastronomie. Die Kita braucht einen großen Spielplatz. Auch da reden wir über 500 Quadratmeter. Auch das ist noch ein großes Thema. Da müssen wir die Edeka noch davon überzeugen, dass sie auf eine ganze Menge Parkplätze verzichten muss, wenn wir dann die ganzen Grünflächen und Spielplätze dort schaffen. Wir wollen Märkte machen auf diesem Vorplatz, also Flohmärkte, Antikmärkte. Aber auch Sie, der Stadtteil, kann sich da treffen, kann dort Feste, was auch immer, veranstalten. All das gilt es zu entwickeln und zu diskutieren. Wir können uns auch gut eine Fahrradstation dort vorstellen oder auch sowas wie eine Elektrotankstelle. Hier nochmal die Pläne. Die Außenflächen im Wesentlichen auf dem Vorplatz, der hier mit über 3000 Quadratmetern ja angezeigt war,
viel Grün, aber im Wesentlichen ein Marktplatz, Gastronomie, Freiflächen. Und wir wollen Kinder dort haben, wir wollen Spielen dort haben, also Nutzung, die sich ja auch viele von Ihnen hier, vielen Dank nochmal, dafür gewünscht haben, in dem, was ja, Sie über einen langen Zeitraum befragt haben. Ich habe da eine ganze Menge reingeguckt. Mir fiel vorhin nochmal ein Wort auf, das ich ganz gerne aufgreifen möchte. Jemand hatte hier auf eine Frage geantwortet, was er dort möchte. Er möchte eine spezielle Duftnote. Vielleicht ist derjenige sogar hier. Das finde ich super. Das wollen wir nämlich mit dem ganzen Thema machen. Wir wollen dort eine Duftnote für St. Pauli setzen, mit dem, was wir da planen. Klar. Parkplätze sollen sich klar an den Bedürfnissen der Anwohner orientieren. Aber klar, es bleibt ein kostenpflichtiges Parkhaus, wie es immer war. Aber wir wollen, das gab es früher nicht, außerhalb der Öffnungszeiten dort der Markthalle auch ein kostengünstiges Anwohnerparken, also über Nacht und an den Wochenenden, also an den Feiertagen und Sonntagen dort einrichten. Und auch die Besucher von FC St. Pauli und vom Dom sollen günstig parken können. Das war immer für Umme, ja, das Parken. Das finde ich so ein Scheiß. Okay. Kommen wir nachher nochmal drauf. Was wünscht sich das Viertel? Ich finde gut, und das meine ich durchaus ernst, dass hier eine großartige Vorarbeit geleistet wurde, auf die man auch aufbauen kann. Und deswegen haben wir uns auch auf Ihrer Homepage umgeschaut und gesagt, was wünscht sich denn das Viertel? Und das, was jetzt hier ist, ist aus der Homepage, das wünscht sich das Viertel. Und eine Menge der Punkte, die da gewünscht werden, die können wir liefern und die können wir leisten, die können wir einbauen in das Konzept. Egal, Einkaufsmöglichkeiten, Markthalle, Läden, Markt, Supermarkt, Geschäfte, Flohmarkt, Kita, Einzelhandel, Musikschule, alles das steht hier. Was wir nicht machen können, ist Wohnen. Das wurde auch von vielen dort gewünscht. Und auch eine Turnhalle und ein Baumarkt standen hier drauf. Das kriegen wir nicht hin. Wieso denn nicht wohnen? Schade. Zur Konzeptentwicklung. Meine Bitte, bringen Sie sich ein. Das sind die vier Möglichkeiten, auch mitzuarbeiten und zu sagen, ich habe eine Idee für die Markthalle, ich habe eine Idee für die Gastronomie oder auch für die Außenfläche. Urban Gardening ist ein Thema, das ja viele von Ihnen auch beschäftigt. Wir wünschen uns, dass Sie sich einbringen und werden morgen eine Homepage an den Start bringen und werden dort einen Blog haben, auf dem Sie mit uns diskutieren können. Sie können mit uns twittern, was ja viele offensichtlich gerne machen. Aber Sie kriegen hier auf der Homepage auch alle Termine mitgeteilt, den Verlauf des Projektes. Also auf unserer Homepage gibt es ständig News über das, was sich tut in der Rindermarkthalle und um die Rindermarkthalle drumherum. Das Ganze ist kein Closed Shop. Und damit Sie sehen, dass am Ende das, was ich hier sage, anders als so manche Politiker, keine Lippenbekenntnisse sind, wir machen tatsächlich das ernst. Wir laden Sie ein zu einem Planungsworkshop, der soll am Samstag, den 6. Oktober stattfinden. Gibt es nachher nochmal am Ausgang einen Zettel, wo das alles nochmal draufsteht. Kommen Sie, diskutieren Sie mit uns, bringt eure Ideen mit zu den verschiedenen Themen, die wir hier angerissen haben. Wir wollen außerdem weiterhin Baustellenbegehungen machen, wie sie ja letzte Woche auch schon stattgefunden haben. Auch diese Termine werden auf der Homepage veröffentlicht. Und auch unsere Kontaktdaten bekommen Sie dann nochmal am Ausgang, sodass Sie jederzeit mit uns kommunizieren können. Ja, abschließend lassen Sie mich sagen, lassen Sie uns die neue Rindermarkthalle gemeinsam gestalten. Lassen Sie uns mehr daraus machen als das, was da in der Vergangenheit war oder das, was sich viele vielleicht hier auch heute vorgestellt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Achso, mein Name ist Philipp Meyer und ich bin als Vertreter mit dem Sanierungsbeirat Wuselstraße und lese mal kurz ein bisschen was vor. Im April 2010 lehnten es die Sanierungsbeiräte Karolinenviertel und Wuselstraße ab, Vertreter in die Jury des Gutachterverfahrens zur alten Rindermarkthalle zu entsenden. Die Sanierungsbeiräte kritisierten die Festlegung auf bestimmte Nutzung, die geringe Einbindung von Anwohnern und die Ausgrenzung des Bereichs Sternschanze. In der Folge wurden durch die Sanierungsbeiräte zwei Diskussionsveranstaltungen zum Thema Rindermarkthalle und Bürgerbeteiligung durchgeführt. Daraus erwuchs das regelmäßige Koordinierungstreffen der Sanierungsbeiräte, das wir hier vertreten. Unsere Treffen sind ein gegenseitiger Informationsaustausch und eine Vernetzung der Sanierungsbeiräte Wohlwillstraße, Karolinenviertel und Sternschanze über die Grenzen der Sanierungsgebiete und Bezirke hinaus. Im Oktober 2011 forderten die Sanierungsbeiräte Karolinenviertel und Wohlwillstraße das Bezirksamt Mitte in einer Beiratsempfehlung auf,
frühzeitig alle drei Sanierungsbeiräte und ansässige Initiativen einzubinden, wenn die Nutzung der Rindermarkthalle geplant wird. Aus der sporadischen und zureichenden Information ist das nicht geschehen. Das Koordinierungstreffen der Sanierungsbeiräte beschloss, eigene Veranstaltungen zum Thema Rindermarkthalle zu organisieren. Drei Anwohnerveranstaltungen waren es im Laufe dieses Jahres zum Schwerpunkt stadtteilnahe Nutzung. Dort haben wir uns unter anderem mit folgenden Fragen beschäftigt. Wie kann Konkurrenz um die stadtteilbezogenen Flächen vermieden werden? Welche Initiativen haben ein Interesse an einer Nutzung bekundet? Und was brauchen die umliegenden Quartiere in der Rindermarkthalle? Uns war bekannt, dass ein Großteil der Interessenten sich schon beim Bezirk Mitte und Edeka um die Stadtteilflächen beworben hatte. Um den Kontakt zu ihnen herstellen zu können, baten wir die zuständige Fachabteilung des Bezirks, unsere Einladung zu einer Nutzerkonferenz weiterzuleiten. Die Einladung ist nicht weitergeleitet worden und wir wurden noch nicht einmal über diese Unterlassung informiert. Die Inhalte und Ergebnisse unserer Veranstaltung haben wir protokolliert. Den Sanierungsbaräten und dem Bezirk Mitte haben wir die Protokolle zugestellt. Um die Veranstaltungsergebnisse auch hier transparent zu machen, wollen wir Punkte benennen, die der Mehrheit der Beteiligten besonders wichtig waren. Konkurrenz zwischen den Bewerbern für die sozialen und stadtteilbezogenen Flächen muss vermieden werden. Dafür müssen geeignete Voraussetzungen geschaffen werden. Das unausgewogene Verhältnis der Flächen zwischen kommerzieller Nutzung und nicht kommerzieller Nutzung wird in Frage gestellt. Eine breite Einbindung von Anwohnern und Initiativen in die Planung der gesamten Nutzung des Areals der alten Rindermarkthalle wird gefordert. Und anstatt einer Jury soll eine weitreichende Beteiligung der Bürger über die Nutzung entscheiden. Seit mehr als zwei Jahren ist der Protest und die Kritik zum Vorgehen von Politik und Verwaltung des Bezirks Hamburg-Mitte von Anwohnern artikuliert worden. Wir haben dem nichts hinzuzufügen. Anstattdessen verweisen wir auf den bürgernahen Ansatz und die Ergebnisse der Umfrage, die Wunschproduktion in St. Pauli, im Karolinen- und Schanzenviertel durchgeführt hat. Diese Initiative hat sich im Gegensatz zur Politik, Bezirk und Edeka dem Dialog mit den Menschen hier gestellt und kann deshalb am ehesten etwas über die Wünsche und Bedürfnisse der Anwohner berichten. Aus diesem Grund möchten wir jetzt ein Vertreter der Wunschproduktion das Wort haben. Mein Name ist Nils Böhm, ich wohne in der Wohlwildstraße, bin einer von denen, die die Wunschproduktion im November 2010 gestartet haben, als eigentlich absehbar, dass die Musikhallplanung den Bach runtergeht, Gott sei Dank. Wir wissen alle, dass dort nicht mit uns geredet wurde vernünftig. Wir haben die Wunschproduktion angefangen als Planungsverfahren, weil es auch eine Erfindung aus St. Pauli ist. Einige von euch wissen vielleicht, dass Park Fiction unten an der Hafenstraße auf diese Weise entstanden ist, aus einer Anwohnerplanung, von den Anwohnern selbst geplant. Und stattdessen wurde, und dadurch wurde etwas verhindert, was dort sonst gebaut worden wäre. Das heißt, die Anwohner sind nicht so blöde und sind nicht Laien in der Stadtplanung, dass sie sowas nicht wuppen können. Wir haben dann ungefähr vier Wochen lang 18.000 Fragebögen verteilt, aus denen ja hier gerade schon ein bisschen zitiert wurde. Wir werden bei Gelegenheit vielleicht noch mal eine Rechnung stellen, das müssen wir uns mal überlegen. Davon kamen 650 ausgefüllt zurück, das sind etwas über 3%. Ist in der Marktforschung eine sehr gute Quote, haben wir uns sagen lassen. Es war auch ein anspruchsvoller Fragebogen, nicht nur Multiple Choice. Einige hätten das sogar gerne gehabt, aber wir dachten, Leute, lasst euch was einfallen. Wir haben dann im Sommer die Planungswürfel erst vor der alten Rindermarkthalle aufgebaut. Einige von euch waren vielleicht im Laufe der Zeit da. Der fünfte, der noch übrig ist, steht jetzt vom Grünen Jäger. An diesen Planungswürfeln wurde dokumentiert, was wir getan haben. Was in der Umfrage rauskam, das gab es online, das gab es auch gedruckt. Dieses Buch wurde ungefähr 30 Mal hergestellt und an verschiedenen Orten in den drei Stadtteilen ausgelegt. Wir haben jetzt an diesem letzten Würfel so eine Art Mannzeitung, wo all das stand, worauf wir bis heute gewartet haben an Informationen, weil von offizieller Seite eben nichts kam. Und was man unten links sieht, es gab natürlich jede Menge Veranstaltungen, wo weiter darüber nachgedacht wurde, wie soll denn diese Halle aufgeteilt sein. Wenn wir die ausgefüllten Fragebögen durchgehen, da kann man jetzt alle möglichen Bewertungs- und Auszählungsverfahren drauf anwenden,
kommt aber in der Größe der Schrift gewichtet ungefähr raus. Nahversorgung, klar, das ist wichtig, das Karow-Viertel hat außer dem Nahkauf nichts einzukaufen, aber wenn wir ehrlich sind, dann die Nahversorgung war immer gesetzt, darüber müssen wir nicht reden, dass sie kommt. Wir können aber darüber reden, wie sie kommt. Garten war, glaube ich, für manche Leute eine Überraschung, dass so viele sich irgendeine Form von Stadtteilgarten und Grün gewünscht haben. Auch da sind Verhandlungen bisher alle fruchtlos geblieben. Unter anderem die Springenhof AG hat nicht sehr großes Interesse daran gezeigt, diesen Garten möglich zu machen, auch nicht als Kampnagel letztes Jahr das im Rahmen seines Sommerfestivals machen wollte. Werkstätten, Ateliers, Proberäume wurden gewünscht. Ja, Sie können ja gleich noch was dazu sagen. Büroräume hat sich im Übrigen fast niemand gewünscht. Im Übrigen hat sich auch fast niemand eine Kita gewünscht. Was vielleicht darauf hindeutet, dass es dann doch ein paar Kitas auf St. Pauli gibt. Hingegen Sport und Spiel, Indoor-Spielplatz wurde häufiger genannt, Skatebahn, solche Sachen finden sich jetzt alle nicht. Soziale Einrichtungen, klar, Kultur und Bildung, Veranstaltungsorte war wirklich unter ferner liefen. Wir haben dieses Ergebnis im Übrigen letztes Jahr im April Markus Schreiber, als er noch Bezirksamtsleiter war, in die Hand gekriegt. Der wusste schon, was Sache ist. War sich aber nicht zu blöde, sich dann letzten September hinzustellen und zu sagen, aus dem, was wir ihm gegeben haben, sei eindeutig hervorgegangen, dass man diese gesamte Halle nur mit Shopping und Supermarkt füllt. Aber gut, er ist heutzutage Gott sei Dank nicht mehr Bezirksamtsleiter. Wenn wir jetzt schauen und versuchen, das nur in Flächenanteil zu visualisieren, was aus dieser Umfrage und dem, was folgt, rauskommt, dann sehen wir einen etwas anderen Plan. Nahversorgung ist klar, aber wir hätten zum Beispiel einen Stadtteilgarten, wir hätten eine relativ große Fläche für soziale Einrichtungen, wir reden jetzt nur vom Erdgeschoss, Spiel- oder Sporthalle, wie auch immer. Das sind keine konkreten Vorschläge, wie es aussieht, es geht nur darum, was für ein Verhältnis das Ganze hat. Kultur und Bildung und Werkstätten und die Markthalle haben sich ohnehin sehr viele Leute gewünscht. Und da müssen wir natürlich auch gucken, eine Markthalle ist nicht gleich eine Markthalle. Also es gibt Menschen, glaube ich, die den Mercado nicht als Markthalle empfinden. Das Stichwort Wohnen wurde sehr häufig genannt. Das ist natürlich schwierig bei der Bausubstanz und dem Umbau, das ist klar, aber wir haben es trotzdem mal quasi für das erste OG mit eingezeichnet. Wenn es einen Garten gäbe, vielleicht könnte man aus diesen Randflächen Wohnungen machen, wobei das wirklich für eine spätere Nutzung ist. An der Stelle vielleicht festzuhalten, 10 Jahre ist keine Zwischennutzung, das ist eine ganz normale Nutzung. Und es gibt ja auch Gerüchte, dass die 10 Jahre vielleicht noch verlängert werden. So, jetzt gucken wir uns das noch einmal an, das Bild, und jetzt vergleichen wir es mit dem Plan, den wir bisher kennen. Das ist eine enorme Vielfalt. Die Vielfalt ist jetzt, wie wir eben gelernt haben, zum ersten Mal ins erste OG abgeschoben worden. Das ist immerhin etwas, das reicht nicht. Und ich finde es auch seltsam, wir haben einigen hier den Flyer mit dem Grundriss gegeben. Wenn ihr auf die Quadratmeterzahlen guckt, das ist aus einer Edeka-Präsentation, stimmen die nicht mehr mit diesen überein. Auf dem Flyer ist die Gesamtfläche und um die geht es. Und jetzt ist plötzlich die Verkaufsfläche relevant. Und ich finde, das sind Zahlenspielereien, die sie doch eigentlich nicht nötig haben. Noch ein paar Punkte. So wie wir es mitbekommen, gibt es eigentlich nur eine Einfahrt hinterher auf das Gelände. Ein Edeka mit 6.000 oder 4.700 Quadratmetern Verkaufsfläche ist 3 bis 4 Mal so groß wie der in der Paul-Rosen. Da fragt man sich, wo kommen die ganzen Leute her? Jetzt wird darauf gesetzt, dass sie mit dem Auto kommen auch. Ja, das ist uns auch bestätigt worden. Das heißt, man braucht auch deswegen so viele Parkplätze. Und wenn man jetzt mal guckt, Budapester Straße, das wird eine ganz lustige Situation zu Stoßzeiten, wenn dann die Leute vom Pferdemarkt nicht mehr rauskommen, weil die lange Schlange da wartet, dass sie endlich aufs Areal fahren kann. Und nach hinten zum Millantor natürlich auch. Also, der Edeka-Plan hat entgegen dem Verweis auf dieses dicke Buch nicht viel mit den Anwohnerwünschen zu tun. Da sollte man sich nicht täuschen lassen. Die Schlussfolgerung für uns ist, der Plan muss gründlich überarbeitet werden. Die Fläche für die Nahversorgung muss verkleinert werden und die Fläche für andere Nutzungen vergrößert.
Und wir wollen auch keine Studie, sondern eine Einwohnerkommission, die alle Rechte ausmacht und was versorgt. Die Bitte, dass auch vom Planungswürfelseite hier ein Input gegeben werden kann. Weiß ich, aber Frau Hammann wollte selbst noch direkt was sagen. Hat sich das erledigt? Ich möchte Sie nicht übergehen. Frau Hammann wollte nie etwas hier an dieser Stelle. Gut, dann ist das klargestellt. Vielen Dank. Also, mein Name ist Georg Möller, ich bin Bewohner des Schanzenviertels und habe einen kleinen Büroraum, über den ich gleich noch was erzählen möchte. Sie tun ein bisschen so, als könnten Sie die Curiosity nochmal auf dem Mars landen. Dabei können Sie nicht mal einparken, wenn Sie einen Golf in der Parklücke haben. Ja, das ist tatsächlich so, wenn Sie tatsächlich uns erzählen wollen, dass Sie hier alles vernünftig und zum Tag geplant haben, dann frage ich mich, warum sowas nachweislich Dümpfliches dabei rauskommt, was Sie uns jetzt hier versucht haben vorzustellen. Außerdem vermisse ich neben anderen Klakören, vermisse ich Herrn Bürzer. Bürzer ist sozusagen die Waffe fürs Grobe normalerweise bei diesen Veranstaltungen. Er hat aber seine Funktion gewechselt. Herr Bürzer ist jetzt Eintreiber von Interessenten für den soziokulturellen Raum. Steht als Moderator nicht mehr zur Verfügung. Das ist eben aber auch die Geschichte, die an Markus Schreiber geht, die an Herrn Bürzer geht. Und deshalb vertrauen wir auch nicht sonderlich sozusagen in Ihre Bereitschaft, das tatsächlich ernst zu meinen, was Sie uns hier erzählen. Erste, ich sag mal nicht, bewusst nicht, weil ich es nicht aufheizen will, nenne ich es nicht Lüge, sondern die erste Unwahrheit, ist, alle Stadtteile sind eingeladen, die Sternschanze war nicht eingeladen. Das ist aber ein wesentlicher Standort für das, was Sie uns erzählen wollen, was Nahversorgung angeht. Das heißt, hier ist einfach eine Unwahrheit gesagt worden. Ob das nun ein anderer Bezirk ist, interessiert uns Bewohner relativ wenig, weil wir gehen hier über die Straße einkaufen und nicht über Bezirksgrenzen. Zweite Unwahrheit oder Ungenauigkeit möchte ich es mal nennen. Wenn Sie ständig davon reden, 600 bis 800 Quadratmeter, wie viel werden es denn am Ende sein? Ich denke, Sie sind Herr des Verfahrens. Wenn Sie wirklich uns 800 Quadratmeter, was lächerliche 2,4% sind von der Gesamtsumme, also das nur mal zur Wertschätzung, uns geben wollten, dann würden Sie die ganze Zeit von 800 Quadratmeter reden und nicht von 600. Das sind immerhin für uns die Brotkrumen, die Sie uns vorwerfen, das sind immerhin 25% mehr oder weniger Brotkrumen. Und das tut mir leid, das sollte man ein bisschen ernster nehmen. Und das Gefühl habe ich, wenn Sie tatsächlich Herr des Verfahrens wären, dann würden Sie uns doch gar nicht oben in irgendeine Ecke ab. Wenn Ihnen das so wichtig ist, die Soziokultur, warum findet die oben in der Ecke statt, wo es keiner haben will? Und, das kommt noch dazu, warum verlangen Sie von uns 5 Euro? Sie brauchen uns als Marketingmaßnahme, um Ihren Namen durchzusetzen. Und seit wann müssen Marketingmaßnahmen Miete bezahlen? So, das verstehe ich überhaupt nicht. Denn, und da kommen wir dann zur dritten Ungenauigkeit, wenn tatsächlich ein Unternehmen für 7 Jahre abzüglich der Bauzeit und der Planungszeit einen solchen Riesenklotz betreiben will von über 30.000 Quadratmeter, dann muss sich das rechnen, das haben Sie ja schon so en passant uns gesagt. Wenn es sich aber rechnen muss, dann unterschreibt kein Unternehmen auf dieser Welt für 30.000 Quadratmeter einen Vertrag, ohne zu wissen, was danach passiert. Das ist gar nicht realisierbar. Und wenn es realisierbar ist, dann ist es nur mit den Dingen realisierbar, die Sie sozusagen weit von sich weisen, dass es nämlich gar nicht um Nahversorgung geht, sondern um ein Zentrum fürs Einkaufen mit dem Auto aus anderen Stadtteilen. Und da schließt sich genau die vierte Ungenauigkeit an. Sie sagen uns zwar, wer kommt, aber Sie verraten uns nicht, wer geht. Wenn also hier ein Butni reinkommt, dann frage ich mich, was passiert denn mit den anderen 3 Butnis hier in der Umgebung? Die Butnis, mit den 4 anderen Butnis. Wo bitte schön
bleiben die, die unter hohen Mietdruck, also die Schulterblatt können sie nicht aufgeben, ist ein Geburtshaus. Und Penny kommt H&M. So, und bei Penny kommt H&M, wenn H&M und die Steges nicht verkackt hätten, den Mietvertrag zu unterschreiben, weil sie kommen jetzt ein halbes Jahr später, da haben nämlich das verrissen. Deshalb gibt es noch eine kleine Möglichkeit, sich gegen H&M zu wehren. Aber das zeigt ja, wo es drauf hinausläuft. Budni geht aus den guten Lagen im Viertel raus, holt sich jetzt hier eine Homebase und dann kommt was anderes. Das heißt, Sie können gar nicht nur über diesen Platz reden. Sie müssen auch über Folgen reden. Nebenbei erzählen, dass es nicht genügend Kunden gegeben hätten für die Real und für Walmart. Das war ja nicht, weil es irgendwie doofe Marketingkonzepte waren. Da haben genauso Leute die Läden beraten, wie Sie jetzt die Politik beraten. Nee, Sie haben es geschafft durch eine geschickte Politik von Politik und Verwaltung und Steg gemeinsam Stadtteile so weit runterzubringen, dass wir von migrantischer Bevölkerung im Sternschanze 50% verloren haben in den letzten 10 Jahren. Das war genau das Klientel, da kann Herr Jenemanns ja auch noch was zu sagen, was zum Beispiel hier eingekauft hat in der Nahversorgung. Das ersetzen Sie aber durch was ganz anderes. Leute mit ganz anderen Ansprüchen, Leute mit ganz anderen Brieftaschen. Und das ist das, was uns hier nicht glückt, sondern was uns blüht. Und deshalb ist es sozusagen sehr, sehr wesentlich, darauf zurückzukommen, was Sie anfangs gesagt haben, was wir Ihnen aber so nicht abkaufen. Dafür müssten Sie die Hosen tatsächlich richtig runterlassen und die Bürger tatsächlich ins Boot. So ist es keine Bürgerbeteiligung, so ist es ein Placebo, was Sie hier veranstalten. Ich habe ein kleines Büro zu super günstigen Bedingungen im sogenannten Game City Port, eine der Stegentwicklungsgeschichten hier hinter der Schilleroper. Da stehen von 12 Büros 3 leer, und zwar permanent. Das heißt, das ist die Situation, das ist der Druck auf den Immobilienmarkt, solche Büros und kleinteilige Sachen einzufordern. Das ist einfach nicht wahr. Das entspricht nicht den Forderungen aus dem Viertel, das ist maximal, machen Sie die Schanze und das Viertel ein bisschen geil, dann ziehen dann von außen für kurze Zeit irgendwelche Leute in irgendwelche Büros, mehr ist das nicht. Also von daher ist das Argument mit Sicherheit keins, was Sie bringen können. Und wenn Sie die Kreise schon ehrlich malen, dann hätten Sie soziokulturelles Kreis so klein machen müssen, dass Sie das Wort gar nicht mehr reingekriegt hätten. Mein Name ist Ingolf Goritz, ich wohne im Karolinenviertel seit 31 Jahren und habe verschiedenste der Supermärkte mitbekommen. Ich will aber deutlich kürzer als Herr Müller reden und nur einige konkrete Punkte ansprechen. Zum einen freut es mich, dass die Springhof AG die Grundstücks- und Gebäudefläche endlich verlässlich ermitteln konnte. Ich glaube, das war am Anfang nicht der Fall und das immerhin ist ein Fortschritt. Ausgesprochen problematisch halte ich die beiläufige Erwähnung von 800 Quadratmeter Gastronomie in dem neuen Konzept, weil das auch mit Außengastronomie verbunden ist und bei dem, was Herr Mayer vorstellte, war für mich sehr erhellend, dass das Stichwort Gastronomie gar nicht vorkam. Also es scheint hier keinen Fehlbedarf an Gastronomie zu geben. Wir haben noch einen Punkt, da wurde auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Grundstücksfläche eben an den neuen Kamp grenzt, dass da nur 10 Meter sind, sagten Sie, Herr Zunke. Und trotz alledem müsste vielleicht mal betrachtet werden, ob die ausgesprochen enge Rad- und Fußwegefläche dort nicht etwas Zuwachs gebrauchen könnte. Und da kommt schon mal wieder zu was mir bisher ganz gefehlt hat, das habe ich aber in verschiedenen Diskussionen auch bei der Wunschproduktion wahrgenommen, ist so etwas wie ein nicht kommerzieller Treffpunkt. Und zwar nicht rechts hinten, also im Südwesten. Ich glaube übrigens an die 800 Quadratmeter, wie gesagt, ich glaube die Maße stimmen. Sonst keiner. Und das ist auch relativ viel, wenn man sich das schon mal angeguckt hat, für eine gewisse Anzahl von Initiativen. Ob damit der gesamte Bedarf abgedeckt wird, daran hätte ich auch Zweifel, aber das muss ja noch diskutiert werden. Jedenfalls, was mir gefehlt hat, ist dieser besagte nicht kommerzielle Treffpunkt. Und bitte verzeihen Sie es mir, Herr Maßmann, amüsiert hat mich die Duftnote für St. Pauli. Die Duftnote von St. Pauli ist viel nur zu
bekannt. Vielleicht können Sie sich doch noch zu einem anderen Schlagwort durchsetzen. Ja, guten Abend, mein Name ist Dirk Peters, ich wohne auf St. Pauli. Und ich will eine Vorbemerkung machen. Mich hat das, was die Leute von Planungsgruppe hier vorgetragen haben, sehr beeindruckt. Ich finde, dass wir jetzt besonders auch die Ergebnisse der Umfrage in diesem Verfahren sehr ernst nehmen sollten. Ich will als Anwohner einfach zwei Punkte nennen, die ich ganz genauso sehe. Der erste Punkt ist das Thema Sport und Spiel. Das wünschen sich, glaube ich, hier viele im Stadtteil, dass es da auch was für Erwachsene gibt, nicht nur einen Kinderspielplatz. Und vielleicht kann man das auch integrieren, auch als Frage ans Podium, Kinderfläche, Flächen für Volleyballspieler etc. oder ähnliches. Und das zweite ist der Punkt, ich finde auch, dass es sehr viel Fläche für den Nahverkauf ist. Ich weiß nicht, ob man noch was dran drehen kann. Ich glaube, das ist wirklich zu viel. Ich wohne künftig zwischen vier Aldi-Märkten, zwischen vier Kundi-Märkten. Das ist mir an der Stelle zu viel. St. Pauli, und von daher ist das kein Standort, der jetzt für uns primär als Autofahrtstandort definiert werden würde. Parkplätze sind nicht weg, geht nicht. Nein, aber letztendlich jeder, also 3 Liter Milch, 5 Pfund Kartoffeln und 5 Pfund Konserven. Schon braucht man ein Auto. Viele kaufen ein Auto ein. Ich habe eine Bitte. Wollen wir uns alle an die Spielregeln halten? Der jetzt gerade redet, redet und wir lassen ihn ausreden. Ich nehme Sie dann gerne in der zweiten Runde mit. Vielleicht, wenn ich es noch kurz ergänzen darf. Ich glaube, so ehrlich muss man sein, dass natürlich zu der Umsatz, der dort später gemacht werden soll, insbesondere natürlich auf der Hauptfläche des Edeka Supermarktes, wird sicherlich, wie Herr Sauer sagt, zum Großteil von den Menschen gemacht werden, die hier in diesen Stadtteilen um uns herum leben. Aber keine Frage, natürlich kommen da auch Autos. Und es gibt heute über 500 Stellplätze. In Zukunft wird es deutlich weniger geben. Wie viel weniger werden wir sehen, wenn wir das Konzept kennen? Wenn wir uns jetzt darauf committen, dass auch noch Spiel für Erwachsene stattfindet, ich bin da total offen, genauso wie die Kita-Freifläche oder Gardening, das reduziert alles die Stellplätze, also jedenfalls die Außenstellplätze, das sind ja alleine 200. Aber es werden natürlich Leute auch kommen, die aus der Stadt kommen, mit dem Auto da reinfahren und einkaufen und weiterfahren nach irgendwo hin. Das wird auf jeden Fall so sein, so ehrlich muss man sein. Und offen gesprochen, das war bei Walmart und Real ja auch nicht anders. Da kamen auch Kunden von überall her. Da wollen wir hier uns auch nicht hinsetzen und sagen, da soll kein Mensch mit dem Auto kommen. Doch, da kommen auch Leute mit dem Auto. Das ist allgemein auch üblich bei großen Supermärkten. Ich würde ganz gerne auch an Edeka die nächste Frage weitergeben. Das war nochmal das Verhältnis angefragt von Ihnen, wie es mit der Verkaufsfläche gegenüber der Gesamtfläche. Da wurden unterschiedliche Zahlen hier in der Frage. Vielleicht kann man das kurz und knapp auch so darstellen, wie es sich aktuell verhält. Da kann man Böning recht geben. In den Plänen stehen Verkaufsflächen. Böing? Sorry? Böing, ja. Da kann man Böing recht geben. Das sind Verkaufsflächen, die da drin stehen. Ich finde aber für die Kunden auch entscheidender, wie groß eigentlich die Fläche ist, auf der sie einkaufen können. Deswegen haben wir die da reingeschrieben. Aber wir haben auch die Zahlen, wie die Gesamtfläche ist. Die ist natürlich größer. Denn Edeka-Markt, auf dem wird ja nicht nur verkauft, sondern da sind auch Menschen, die mal eine Pause machen und im Pausenraum gehen. Da sind Lagerflächen, da sind Flächen für leere Getränkeflaschen und unglaublich viele Nebenflächen. Deswegen tatsächlich die Gesamtfläche von Edeka ist deutlich größer als die 4,7. Das gleiche gilt bei Dubnikowski, wo wir hier 800 Quadratmeter ausgewiesen haben. Auch die haben Nebenräume, also tatsächlich sind die jeweiligen Flächen mit all den Nebenlagerflächen und so weiter größer als die Flächen, die Sie jetzt, Dankeschön, auf der Fläche hier sehen. Das stimmt. Gut. Ich würde doch bitte aber vielleicht noch versuchen, einen Punkt kurz zu beantworten, weil es sind wirklich viele Fragen. Wir haben auch einen zweiten Punkt wollte ich nochmal eingehen, was Herr Möller sagte, auch jetzt zum Thema Quadratmeter, wo wir gerade bei den Quadratmetern sind. In meiner Präsentation auf dem einen Plan, vielleicht nehmen Sie den nochmal vom Obergeschoss, sind die 800 Quadratmeter drin und der Herr sagt es ja auch, das sind diese lila Fläche, soziokulturelle Nutzung 800. Das heißt, wir nehmen ja auch das obere Ende und nicht irgendwie 600 bis 800, das sind auch nicht Wischiwaschi, sondern es sind 800. Und dann haben Sie schon die Frage vorweg beantwortet. Also Fakt ist, es kommt auch so in die Ergebnissicherung rein, wir reden über 800 und nicht über 600 bis 800. Ich hätte eine Bitte auch wieder an Edeka oder Herrn Wassmann. Es wurde vorhin Mercado als Beispiel genannt. Wir sind ja seinerzeit auch in der Pressekonferenz gemeinsam, ich erinnere mich gut, aufgetreten und haben gesagt, wenn sollte St. Pauli ein Nahversorgungsstandort geschaffen werden, der auf St. Pauli passt. Deswegen wäre von meiner Seite die Bitte, ordnen Sie das mal ein mit Mercado. Mercado steht ja nur in Ottensen, hat auch teilweise eine andere
Haushaltsstruktur außen herum und eine andere Nachfrage. Wie ist das hier für St. Pauli zu verstehen? Sie hatten vorhin die Markthalle angesprochen. Da hatten Sie gesagt, das ist jetzt noch nicht konkret. Vielleicht sollte man doch mal was sagen, wie auch so eine Markthalle im Grundsatz von Ihnen vorgestellt wird, auch mit Blick auf St. Pauli. Ich hatte ja vorhin gesagt, und dabei bleibe ich auch, wir sind in der Konzeption Entwicklung. Es gibt kein fertiges Konzept für diese Markthalle, das wir hier heute präsentieren. Alle, die hier Vorschläge haben, konstruktiver Art, sind eingeladen, das mit zu gestalten. Wir sind unterwegs gewesen die letzten 8 Wochen und haben uns eigentlich so die Markthallen, die es in Deutschland gibt, und die sind total unterschiedlich. Da ist Mercado ein Beispiel, in Hamburg gibt es sonst nichts, was vergleichbar ist, aber in Berlin gibt es einige, auch ganz unkonventionelle Markthallen in Hannover und in Frankfurt, die haben wir uns alle mal angeguckt. Der ein oder andere wird vielleicht auch die ein oder andere kennen. Wir sind für jeden Vorschlag dankbar und für jede Bereicherung. Aber ich kann Ihnen zusagen, 1:1 das Mercado nehmen und hierher wäre falsch. Denn dürfen nicht vergessen, ist glaube ich auch 15, 17 Jahre alt. Das heißt, da muss man auch was anderes und was Neues machen. Also ein 1:1 Mercado wird es auf keinen Fall geben, obwohl ich sagen muss, das Mercado ist erfolgreich und auch viele Unternehmer und gerade auch Internationale, die da drin sind, machen da einen guten Job, und von daher sollen wir das gar nicht so schlecht reden, weil für den Standort ist es gut. Danke, Herr Maßmann. Ich schaue auch nochmal auf die Fragen. Es wurde unter anderem auch noch nachgefragt, warum wird jetzt das Ganze im Obergeschoss von Ihnen ausgewiesen, was die Stadtteil kulturelle Nutzung betrifft, das natürlich auch funktionale Abläufe und sonstige Verteilungen auf dem Erdgeschoss zugrunde liegen, aber vielleicht kann man das mal ganz kurz erläutern, die Frage ist ja aber wichtig. Ja, die Frage ist berechtigt, aber Sie haben es ja schon ein bisschen vorweggenommen, Herr Martin. Natürlich brauchen die Nutzer, die wir dort im Erdgeschoss brauchen, zum Thema Nahversorgung täglicher Bedarf, aber insbesondere natürlich auch diese Markthalle, die am Ende des Tages, keine Ahnung, 20, 30, wie viele Nutzer auch immer hat, je nachdem wie groß die Marktstände sind, braucht natürlich eine Anlieferung, eine Ver- und Entsorgung, und das muss im Erdgeschoss stattfinden, das kann nicht im Obergeschoss stattfinden. Ob wir am Ende, wie gesagt, das ist ja ein Prozess und nur ein Vorschlag, auch Nutzungen, die heute im Obergeschoss vorgesehen sind, ins Erdgeschoss nehmen, halte ich im Moment noch für offen. Danke, Herr Maßmann. Ich würde jetzt ganz gerne eine Frage an Herrn Zunke richten. Es war nochmal die Frage nach der Nutzungszeit hier aufgeworfen worden. Wie verhält sich das? Wann beginnt sie und wie lange dauert sie final? Ja, weil ich kann aber noch, Herr Möller sagte 7 Jahre, also nochmal klar zu sagen, 10 Jahre ab Nutzungsbeginn. Also wenn wir im Frühjahr 2014 haben, ist die Laufzeit 10 Jahre. Dann reden wir also über 2024, nicht, dass wir missverstellt haben. Danke, Herr Zunke. Es gibt keine Optionsrechte und es gibt keine Zusagen, wie lange das Schluss ist. Direkte Nachfrage hier noch. Rückbauplan. Also, wir sind im Moment hier dabei, eine Nachnutzung hier reinzubringen. Also, das in aller Klasse. Muss sogar die Spriergleiche machen. Außerdem ist uns allen, glaube ich, Erhalt dieser alten Gebäude wichtig. Es gibt weitere Rückfragen. Ich will Sie ganz kurz hier noch aufrufen. Die Frage nach anderen Nutzungsbausteinen, die teilweise nicht so ganz Gegenstand jetzt hier sind, aber ich fange zunächst nochmal an mit diesen kleinteiligen Gewerbenutzungen. Da gab es auch vorhin Hinweise in der Nachbarschaft, ich glaube, Herr Möller selbst als Mieter im Gamesport hat es angesprochen, ich habe gerade Herrn Rösner da hinten gesehen. Herr Rösner, die Mietungssituation im Gamesport, können Sie direkt was zu den Hinweisen sagen? Würden Sie das Mikro, Frau Weingärtner, bitte mal nach hinten durchgeben? Nutzen Sie bitte das Mikro, dass Sie alle Sie verstehen. Ja, das kann ich vorstellen. Ja, Rösner, ich bin Geschäftsführer des Steg und insofern Vermieter für Herrn Möller, der auch Mieter bei uns ist. Aber da stehen wirklich nun seit geraumer Zeit das ein oder andere Büro leer, weil die Nutzung dort ganz speziell für diese Games-Entwickler aufgelegt worden ist und die sind rückläufig in Hamburg. Wir sind gerade dabei mit der Wirtschaftsbehörde, diesen Punkt aufzumachen. Die Nachfrage insgesamt nach solchen Räumlichkeiten ist deutlich größer. Sobald man von dem Thema jetzt weggeht, sind die auch sofort wieder belegt, diese Räume. Also Nachfrage gibt es eigentlich nach preiswerten Gewerberäumen jede Menge im Stadtteil. Da entwickeln genau 3 Büros Spiele, die anderen machen komplett was anderes. Sagen Sie das doch bitte dazu. Okay, ergänzen nochmal zugelassen, aber ansonsten wollen wir erstmal jetzt durch den ersten Teil weiter durchgehen. Es war dann noch hier gefragt worden, warum ist das Wohnen nicht Bestandteil dieser Planung. Da würde ich dann tatsächlich aus fachlicher Sicht selbst was
aus der Stadtplanung heraus Ihnen sagen wollen, stelle ich zunächst zurück. Die andere Frage war, wie ist es mit den Gartenanteilen, dem Grün- und Freiraum? Da würde ich dann auch nochmal ganz kurz direkt an Herrn Massmann und Edeka reichen. Wie weit spielt das jetzt in der Planung eine Rolle? Wie weit kann man da noch drauf eingehen? Sie hatten ja von einer gewissen Offenheit gesprochen. Und dann gab es nochmal auch den Hinweis als offenes Thema, wo hier der Hinweis von Ihnen benannt wurde, da ist noch zu wenig mit Sport und Spiel. Vielleicht auch ganz direkt nochmal an Herrn Massmann, er hat ja vorhin einiges dazu schon ausgeführt. Soweit erstmal. Ja, zum Thema Gardening und Grün ist uns das auch in dieser Erhebung aufgefallen, dass es ein Riesenthema ist, muss man offen zu sagen. War bisher von der Edeka nicht geplant, dort so etwas zu machen. Wir sehen die Notwendigkeit durchaus und haben ja auch schon Kontakt aufgenommen zu den Initiatoren der Thematik Open Gardening, bisher leider ohne Erfolg. Ich kann heute nur nochmal hier auch öffentlich aussprechen, dass wir das durchaus ernst meinen, dort so etwas zu machen, aber da brauchen wir Hilfestellung und Input, weil ich habe mich in meinem bisher 49 Jahre dauernden Leben mit dem Thema Open Gardening noch nicht beschäftigt, bin aber total offen, das in Zukunft zu tun. Von daher machen Sie uns schlau und dann schauen wir, was wir daraus machen. Vielen Dank. Das war des Weiteren nochmal die Fragestellung. Wir haben ja eine ziemlich schwierige Rad- und Wegesituation am Neuen Kamp, vorne im Kreuzungsbereich, das ist hier im Stadtteil bekannt, wurde auch mit Beiräten diskutiert. Vielleicht ganz kurz so viel dazu. Es gibt im Moment eine Verschickung einer Verkehrsplanung, die zum Ziel hat, die Förderung des Radverkehrs besonders hier in den Fokus zu rücken. Und da geht es ganz genau darum, diese Engpasssituation, die ganz schwierig im Moment da auf dem Tisch liegen, so aufzugreifen, dass wir hier breitere Radwegsituationen und auch einen breiteren Gehweg haben, dass man sich tatsächlich dort auch begegnen kann. Das vielleicht nur mal zum Stand, also da ist tatsächlich die Verkehrsplanung im Moment dran. Die Frage nochmal zu dem Wohnen, es ist eine völlig berechtigte Frage, warum wird hier nicht direkt auch der Baustein Wohnen als Baustein verfolgt im Gesamtkonzept. Wir hatten uns damals sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Wir haben einfach zur Kenntnis zu nehmen, wir haben den FC St. Pauli mit seinen Erweiterungsplanungen, wir haben einige andere Nutzungen im Umfeld. Und es ist eben immer so, wenn wir das Baurecht für solche Nutzungen verfolgen, müssen wir mit dem Planungsrecht als die darunterliegende Schicht das grundsätzlich genehmigen können. Und das ist im Moment heute überhaupt nicht der Fall. Das geht schlichtweg nicht. Also würden Sie berechtigterweise fragen, warum macht ihr denn da nicht das neue Planungsrecht? Da muss ich ganz deutlich sagen, wir hatten damals mit ganz vielen betroffenen Fachressorts, auch Fachbehörden, die Gespräche geführt und das ist im Moment nicht möglich, dort unter den gegebenen Rahmenbedingungen Wohnen an dieser Stelle sage ich, zu unterstützen. Heute, im Moment. So, das waren im Moment die Fragen und Hinweise. Wie bitte? Richtig. Sie haben recht, es war die Frage nach der Miete. Also zunächst erst nochmal, die Miete für die stadtteilbezogene Nutzung sind fixiert auf 5 Euro. Das ist richtig, Herr Massmann, Herr Sommer. Dann war... Also man müsse aus Eigeninteresse, weil wir billigen Musikunterricht anbieten wollen, wo wir halt nicht 5 Euro nochmal draufschlagen wollen. Das ist jetzt von Ihnen Statement, ich würde das gerne auch so stehen lassen. Ich habe jetzt zwischenzeitlich nochmal geschaut, wer als nächstes hier sich gemeldet hat. Es sind eine ganze Reihe. Sport und Gastrofläche, ja, Goritz ist wach, genau. Also zunächst nochmal rückgefragt, ich glaube, ich hatte es aber schon mal angesprochen. Wie sieht es mit Sportnutzung aus? Ich habe eben auch schon gesagt, gerne kommen zu unserem Workshop am 10. Sagen, was ist genau gewünscht, welche Flächen werden dafür benötigt und dann schauen wir, wie in Kombination mit den anderen Nutzungen, die jetzt kommen für die Außenflächen, sowas noch zu integrieren ist. Gut. So, Herr Goritz hatte vorhin nochmal die Gastronomienutzung angesprochen. Sie war hier in der Fläche mit rund 800 Quadratmeter dargestellt und er hatte da die Nachfragesituation im Blick, was ist im Besatz außen herum. Braucht man diese Größenordnung? Direkt an Herrn Massmann und auch an Herrn Sauer von Edeka, ob Sie da einen Hinweis geben können. Das entspricht tatsächlich der jetzigen Planung. Auch da sind wir offen, zu anderen Ergebnissen zu kommen. Zunächst ist es mal naheliegend, dass an der auch äußeren Fassade Gastronomieflächen geschaffen werden, die sich auch so ein bisschen nach außen erschließen, auch um
nicht ein Gebäude zu haben, das sich irgendwie nur intern irgendwie versorgt und gar nicht ein bisschen nach außen öffnet. Also unser Gedanke war, diese Platzsituation und positiv in den Stadtteil sozusagen eine Verbindung zu schaffen. Das ist eine Menge. Ich bin auch bereit, das nochmal in Frage zu stellen. Muss man sich im Einzelnen anschauen, inwieweit es für diese Flächen auch andere Nutzungen gibt. Aber wir fanden zunächst mal die Verbindung von innen und außen eine ganz positive. Wo Bart und Burger King oder? Nee, ganz sicher nicht, das will ich hier auch sagen. Also wir haben nicht vor, das gilt sowohl für innen wie auch außen und insbesondere die Gastronomieflächen, dort große filialisierte Ketten, dort wie Vapiano oder sonst etwas. Klar, wer da ein paar hundert Quadratmeter anmietet, der muss schon entweder eine schlaue Brauerei oder ein bisschen Geld geerbt haben. Also so ganz kleine Betreiber wäre schwierig für die größeren Flächen. Aber ich will ganz klar sagen, wir wollen hier keinen von den aufgezählten und das sagen wir hier auch zu, dass da kein McDonald's, eine Krobak oder ähnliches sich da wiederfindet oder irgendwas Austauschbares. Aber auch da Vorschläge gerne. Vielen Dank, Herr Massmann. Ich schaue ein bisschen auf die Zeit. Es gibt noch eine zweite Runde. Ich habe mir das nicht so gut vorgestellt. Am meisten freue ich mich über Aldi und Pumpi und Edeka. Ich kann nicht nachvollziehen, dass so viele Außengastronomieflächen angeboten werden, weil ich fürchte, die Zeiten am Abend und die Überschreitung der Gastronomie zeigen. Ganz erheblich, da gibt es ja wieder Durchwander, Verkehr, Krach, alles. Es muss da unbedingt um 22 Uhr oder 20 Uhr Schluss sein. Dann kann das Gebäude einfach abgeschlossen sein, so wie es früher war. Dann lieber Parkplätze und das knallhart. Die brauchen wir. Zu den Gardening möchte ich mal sagen, die Gardening-Flächen, die es jetzt schon gibt, die sind aus meiner Sicht doch sehr mickrig und teilweise sehr verdreckt und verschandelt. Ich habe mir die angeguckt und habe gesagt, oh mein Gott. Und wenn das jetzt riesige Gärten da gibt, die dann auch so sind, vollgepickelt, vollgebrochen, mit Scherben, wie es hier überall so ist, dann erfreut mich das überhaupt nicht, dass da Gardening-Flächen sein sollen. Es sei denn, die werden abends abgeschlossen. So, ansonsten würde ich mir noch wünschen, nochmal die Frage an Edeka, für mich wäre sogar gut, wenn es 15 Jahre dauern würde. Also bis zu meinem Tod möchte ich da bei Aldi, Edeka und Tobi einkaufen können. Vielen Dank. Wenn ich nicht so ganz falsch liege, bitte korrigieren Sie mich, dann ist die Bundesrepublik das Land im europäischen Vergleich mit den meisten Einzelhandelsverkaufsflächen. Die Fläche, die wir jetzt hier zusätzlich kriegen sollen zu dem, was wir jetzt zurzeit gar nicht haben. Und leben tun wir damit auch. In diesem Umfang, das geben Sie selber zu, konkurrieren Sie mit Verkaufsflächen, die mit Autos angefahren werden. Wenn ich mal 10, 15 Jahre älter bin, komme ich nicht mehr mit dem Fahrrad mit den Packtaschen, sondern dann komme ich mit dem Rollator, da geht auch einiges rein. Also das reicht alles für Nahversorgung. Konkurrieren tun Sie mit denen, die mit dem Auto kommen. Und das heißt, da konkurrieren Sie mit Flächen, die eigentlich schon zu viel sind. Es wird über den Preis hier Konkurrenz gemacht und dann gucken Sie mal ein bisschen über den Tellerrand. Dann reden wir über Lebensmittelqualität. Wer so Dumpingpreise anbieten muss, weil über die Fläche ja konkurriert wird, der muss in der Qualität immer gerade noch so hinkommen. Ja, das verstehen Sie nicht, das kann ich mir vorstellen. Aber es geht um Lebensmittelqualität und wenn wir dieses Preisdumping über die Flächenkonkurrenz weiter so treiben und hier kommen Flächen dazu, die nicht nötig sind, dann wird das so weitergehen. Diese Entwicklung gehört aber aufgehalten. Also aus diesem Grunde ist auch ein wichtiger Punkt, hier nicht einfach Flächen zu vergeben für Einzelhandel, die gar nicht mehr nötig sind. In dem Umfang. Ich rede nicht über das Prinzip, sondern über den Umfang. Und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Wir stehen hier in Konkurrenz zu einer stadtteilbezogenen Nutzung. Wir stehen auch in Konkurrenz zu einem selber tun und nicht sich alles Mögliche vorsetzen lassen, wie wir das heute hier erleben, aber auch mit industriellen Produkten erleben. Das ist mein Punkt. Und ich möchte von Ihnen wissen, ob Sie von dieser Flächenkonkurrenz in der Bundesrepublik im europäischen Vergleich bereits gehört haben, ja oder nein? Thomas Weske, mich interessiert im Wesentlichen, ich lese hier, dass die Entwicklung des Areals, das sich im städtischen Besitz befindet, von der Springhof AG verwaltet wird, an IKEA, tut mir leid, ich komme aus Altona.
aber wir bleiben jetzt auf St. Pauli. An Edeka abgetreten wurde. Jetzt ergibt sich natürlich die Frage, wer wird denn dann diese jämmerliche Fläche von 800 Quadratmetern für soziokulturelle Nutzung vermieten? Wird die Edeka Vermieter sein? Das wäre ja völlig unwürdig. Oder würde die Sprenkenhof AG das so parzellieren, das Gelände, dass wenigstens die soziokulturellen Mieter direkt bei der Sprenkenhof einen würdevollen Mietvertrag bekommen können? Ich habe vor, ich bin hier als Anwohnerin und auch als Abgeordnete der Linken in der Bezirksversammlung. Manche werden jetzt vielleicht die Stirn kraust über das, was ich sage. Weil ich wohne hier natürlich, wie viele hier, schon sehr lange. Und bei der Saga und viele Leute und habe immer auch viele Schulden gehabt. Und ich war froh, dass ich ein Aldi in der Nähe hatte, weil ich mit dem bis heute nichts anderes leisten kann. Nur ab und an mal gehe ich in den Edeka, wenn ich Frischfleisch kaufen muss oder möchte. Und das ist selten. Und ich bin hier kein Einzelfall, liebe Anwohnerinnen und Anwohner. Und bei allem Drang zu gutem Essen, das ist was Richtiges, aber für viele in diesem Stadtteil leider nur ein Traum. Deswegen muss man die Bedarfsfrage, wenn man schon sozial ist und wenn man sich auch für Menschen einsetzt, die eben wirklich von Hartz IV und anderen wichtigen Zuwendungen leben, dann muss man auch das Angebot so ausrichten, dass auch die gut und vernünftig einkaufen können. Erster Teil. Zweiter Teil ist mein großes Anliegen für diesen Bereich im Obergeschoss. Ich war ja auch so bei der letzten Begehung dabei, hörte ich schon wieder, da werden Ateliers und Künstler. Ich habe nichts gegen Künstler und Ateliers, bloß das ist immer auch wieder so etwas, was sich wiederholt. In der Vettel sollen die Künstler erst hin und nach Wilhelmsburg. Also das ist nicht das, was ich jetzt wirklich unterstützen möchte, sondern mein Anliegen, das habe ich da vorne auch schon hingehackt, ist, dass wir ganz viele sehr arme Leute, auch Leute, die auf Kleiderkammer angewiesen sind, die auf ein Essen angewiesen sind, wie bei Herz Ass, dass die hingehen können, dass es eine Buchtauschecke gibt. Weil wir haben ja in der Zwischenzeit die Erfahrung gemacht, dass die Menschen schon selber ihre Bücher irgendwo hinstellen oder ihre Kleider hinstellen und die werden dann getauscht und das ist gut, wenn das unter einer vernünftigen Betreuung unterm Dach stattfindet. Wir haben uns erkundigt, es wird einen Aufzug geben, um nach oben zu kommen. Sehr wichtig für Menschen mit Rollstuhl, dass die auch vernünftig breit sind, die Aufzüge. Und das Zweite ist eben, das hört sich jetzt für Sie banal an, aber Frau Krokusch wird mir begeistert zustimmen. Wir haben hier im weiten Umkreis keine vernünftigen Toiletten. Bravo! Und ich möchte, dass die Parkett nicht eine Toilette ist. Nicht, dass wir jetzt bei der U-Bahn-Haltestelle Feldstraße, man kann hier nur aufs Klo, wenn der Dom ist, weil die stellen Toiletten zur Verfügung. Sonst ist ja wirklich, das ein Armutszeugnis. Und ich möchte, so banal wie das ist, im Erdgeschoss eine vernünftige Toilette und womöglich auch Duschmöglichkeiten für Leute, die auf der Straße wohnen. Bravo! Ich bin Imam von der Moschee. Das ist unser Prophet, sagt, wenn einer Menschen nicht dankt, dankt er auch nicht Gott. Das ist ehrlich. Denken Sie nicht, ich bin von Stadtseite. Ich bin auch Einwohner. Aber ganz in Hamburg, bis hier, die Sauen, die haben umsonst gepackt. Die Möglichkeit hat Stadt uns geschafft. Ehrlich, das, wenn die Möglichkeit, die Danke sagen, wenn die kritieren, dann kritieren wir aber. Müssen wir sagen, und gerade habe ich gehört, Stadt interessiert nicht Einwohner. Das stimmt auch nicht. Jetzt wissen wir alle, das ist eine Stadt, wo der Musik kommt. Und die Einwohner hat gesagt, nein, das wollen wir nicht. Weil wir haben genug Kraft. Der Dom da, wir haben Kraft. Und Messe, da wird St. Pauli gespielt. Deswegen, wir wollen keine Musiker. Und die Stadt hat uns gehört. Ehrlich, ist auch nicht doof. Er wollte auch Geld verdienen. Deswegen kommen.
Und gerade, wir haben die von Sanator gehört, die Gebäude, da ist Denkmalschutz. Keiner würde Geld investieren, weil er kann nicht alles machen, was er will, sondern er kann nur machen, was die Stadt ihm erlaubt. Mein Name ist Fela Bogalla, ich wohne im Karolinenviertel. Ich fand die Wunschproduktion richtig klasse, wollte ich hier mal sagen, weil es ein alternatives Konzept ist, was von dem Stadtteil aus entwickelt wurde. Ich bin auf Landessprecher der Linken, aber ich bin hier heute privat. Das sage ich vielleicht auch mal offen und ehrlich. Ich habe auch schon andere Politikerinnen und Politiker reden hören, die das nicht gesagt haben. Ich will das aber offen und transparent machen. Ich habe eine Frage an Sie. Welche Vorverträge gibt es bereits? Ist es richtig, dass Edeka schon einen Vorvertrag hat über die 4.700 Quadratmeter? Hat Edeka vielleicht auch den Gesamtvertrag schon? Ist das vorvertraglich geregelt? Gibt es weitere Verträge mit Butni und Aldi? Und kann es sein, dass wenn es diese Vorverträge jetzt schon gibt, die unterzeichnet wurden, dass dieser Beteiligungsprozess, der hier uns angeboten ist, eigentlich eine Farce ist? Ja, ich glaube. Danke. Mein Name ist Andreas Derhold. Ich verabschiede mich wahrscheinlich. Ich bin hier im Bezirk Budisch für die Piraten aktiv, sozusagen in der Bezirksversammlung. Ich möchte kein langes Statement abgeben, möchte aber drei ineinandergreifende kleine Fragen stellen. Sie betonen alle, insbesondere Sie, Herr Maßmann, die Offenheit des Verfahrens, laden zum Workshop ein, machen der Homepage auf, haben Twitter-Account drauf gemacht, um in den Dialog zu treten. Was ich aber immer noch nicht verstanden habe, die Zahlen wurden hier nie diskutiert. Wie festgezurrt sind diese Zahlen? Lässt sich auch darüber noch reden? In dem Zusammenhang eine Nachfrage an die Vertragspartner des Pachtvertrages, also an die Edeka und Herrn Zunke. Es wird sich nicht überraschen, dass am 6. Oktober, wenn das Transparenzgesetz in Kraft tritt, gleich erste Anfragen gestellt werden und dass auch der Pachtvertrag angefragt werden wird. Dazu habe ich vorab eine Frage. Wurde in dem Vertrag Vertraulichkeit vereinbart? Wenn nicht, dann werden Sie ihn ja offenlegen müssen. Wenn ja, dann werden Sie miteinander verhandeln müssen, ob die Vertraulichkeit aufgehoben wird. Und mich würde interessieren, ob sich die Vertragspartner damit schon beschäftigt haben oder ob es für Sie selbstverständlich ist, dass der Vertrag, wenn er denn angefragt wird, nach Transparenzgesetz auch veröffentlicht wird. Habe ich noch eine Verständnisnachfrage? Ich weiß nicht, ob ich Sie, Herr Maßmann, tatsächlich vorhin richtig verstanden habe. Ihre Firma hat sich erst mit diesem Auftrag gegründet. Ist das richtig? Sie sind ganz frisch im Geschäft. Das wissen wir noch alles. Mein Name ist Birgit Reg, langjährige Anwohnerin am Pferdemarkt. Bin ja auch beim Bezirk bekannt. Der Pferdemarkt und der ehemalige Sanierungsbezirk Schiller-Ober wurde übrigens auch nicht informiert und eingeladen, nur zur Vollständigkeit. Ich möchte nur einen Punkt nochmal aufgreifen und vertiefen, teile ansonsten einige Kritik hier sowieso. Und zwar ist das die Fläche für die Gastronomie. Herr Goritz hat das schon ganz kurz angesprochen. Ich hatte zuerst geglaubt, irgendwie vielleicht ein Tippfehler, die Null müsste weg. Und genau das wäre jetzt ein Vorschlag. Ich habe auch noch einen zweiten. Bitte? 2-0. Also ich, Rechenaufgabe 880 Quadratmeter. Ich weiß nicht, ob Ihnen überhaupt die Wohnsituation und überhaupt alles hier im Bezirk bekannt ist. Also 880 minus 800 wären 80 Quadratmeter im Eingangsbereich. Die 800 Quadratmeter könnte man dann für eine nicht kommerzielle Stadtteilnutzung zuschlagen. Damit wären wir dann schon bei 1600 Quadratmeter. Den Punkt Außengastronomie wage ich kaum anzusprechen. Also so spitze Finger habe ich überhaupt nicht mehr. Und mir wird ganz zitterig, dass das hier überhaupt auf irgendwelchen Zetteln zu finden. Ich habe im Netz gefunden, da habe ich übrigens auch nichts über diesen Termin heute Abend gefunden, leider, bei hamburg.de, der Termin von vor 2 Jahren ist da aber immer noch übrigens drauf. Da finde ich beim Nachbarbezirk Altona
Bebauungsplanentwurf Sternschanze 6, Plangebiet hat sich geändert. Und meine Frage ist jetzt, ob man nicht im Bezirk Mitte das übernehmen möchte, zumindest für das hier betroffene Gebiet. Das Planungsrecht soll zudem dahingehend angepasst werden, dass Schank- und Speisewirtschaften im Plangebiet nur noch ausnahmsweise statt bisher allgemein zulässig sind. Ich wohne 100 Meter von hier entfernt und ich habe auch ein Auto. Und es ist so, dass die Parkplätze auf St. Pauli permanent abgebaut werden, unter anderem auch Anwohnerparkplätze, die zum Beispiel geopfert werden für Dom, Glacé-Chaussee, sage ich da nur. Und sie haben gesagt, dass sie kostengünstig Parkplätze zur Verfügung stellen wollen. Also wenn ich teilweise nachts von der Arbeit nach Hause komme, dann muss ich kostenpflichtige Parkplätze annehmen, weil ich hier im Viertel nicht mehr parken kann. Früher waren die Parkplätze auf diesem Gelände kostenlos, außerhalb der Öffnungszeiten. Ihr seid alle verwöhnt worden, ja, das mag sein, dass wir verwöhnt worden sind, aber ich bezahle für einen Anwohnerparkausweis, bezahle ich Geld. Und das ist kein Garant für einen Parkplatz. Und ich würde das sehr bevorzugen, wenn außerhalb der Öffnungszeiten nicht nur kostengünstige, sondern vielleicht kostenlose Parkplätze zu haben. Bravo! Warum wurden die Anwohner aus dem Bezirk Sternschanze, also aus dem Stadtteil Sternschanze, nicht eingeladen? Wir haben die Sternschanze, weil sie ja nicht zu uns gehört und uns nicht unser Sanierungsbeamter ist, dennoch versucht, über einen E-Mail-Verteiler, anonymisiert in dem Fall über die Steg, das ist ein relativ großer E-Mail-Verteiler, zu erreichen. Ich nehme ja gerne wahr, dass da nicht alle erreicht worden sind. Ich bin Sanierungsbeamter in der Sternschanze und habe keine Mail gekriegt in der Einlassung. Dann nehme ich das gerne auch so mit. Ich habe auch einfach bei der Steg angerufen und der hat keine Einladung bekommen. Also, die Kritik, die Sie vortragen, nehme ich genauso auf und ich werde es auch nachverfolgen. Ja. So, dann würde ich ganz kurz, das ist jetzt hier wirklich wichtig, nochmal für alle deutlich machen, diese öffentliche Auftaktveranstaltung, das war das gemeinsame Ziel vom Bezirksamt, von Lagepolitik und Edeka, Sie hier einzuladen und diesen Termin nicht zu verschweigen. Warum denn? Wir wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wenn da was teilweise nicht optimal gelaufen ist, nehmen wir das gerne mit und ich werde versichern, dass wir das nächste Mal diese Fehler nicht wiederholen. Jetzt waren verschiedene Fragen nochmal an Sprier und an Edeka gestellt. Das sind ein paar relativ eindeutig zu beantwortende Fragen, die aber hier wichtig sind fürs Plenum. Die Frage, wer ist der Vermieter für die stadtteilbezogene Nutzung? Es wurde bereits angesprochen, ich würde jetzt Herrn Zucke bitten, das nochmal deutlich zu sagen. Wer ist das? Das ist die Edeka. Also Generalmieter ist Edeka und begründet lauter Untermietverhältnisse mit Eidel. Das ist doch eine Schweinerei, das könnt ihr doch nicht machen. Herr Jeske, wir hatten uns verabredet, wir reden anscheinend. Kommentieren jetzt nicht alles. Wo ist denn da die Demokratie? So, es war. Sie wollen doch Ihre Fragen beantwortet wissen. Es gibt hier einige Fragen, die wollen wir auch noch entsprechend hier aufgreifen. Wenn Sie zuhören, kriegt man das auch noch zu Ende. Die andere Frage war, gibt es bereits Pachtverträge? Auch das wurde eingangs schon mal beantwortet. Trotzdem nochmal zur Klarstellung. Und wie ist es da in dem Vertragskontext mit der Vertraulichkeit? Herr Zunke. Also Verträge sind immanent vertraulich. Das ist bei jedem Vertrag so. Das sind natürlich Verträge vertraulich behandelt. Also wenn wir selbst gesetzlich verpflichtet sind, das war eher eine andere Frage. Und genauso wie wir kleine Anfragen beantworten zum Fahrzeugplatz. Wenn wir das Gesetz verpflichtet sind, kommen wir denen nach. Das ist auch fakultativ. Aber das werden wir dann sehen, wenn es so ist. Meine Frage ist, ein Vertrag ist per se immer vertraulich. Ist explizit Vertraulichkeit vereinbar? Meine ich nicht drinstehen. Also? Meine ich. Will ich jetzt aber nicht sagen. Okay. Können Sie noch mal was lassen zu den Vorverträgen sagen? Ob es Vorverträge gibt, die sich auf die Quadratmeterzahl der jeweiligen Flächen bezieht. Herr Zucke, und ob die festgesetzt wurden. Die Frage geht nochmal an Sie. Also die Frage, wie weit hat man diese Flächen konkret im Vertrag geregelt? Ja. Und wie weit sind die zugeordnet zu den Also wir haben in unserem Mietvertrag zu Springhofer E und Edeka ist nicht definitiv festgelegt, 4000 Quadratmeter müssen das sein, 3000 Quadratmeter müssen das sein, 2000 Quadratmeter das. Das ist nicht Fakt. Was definitiv verankert ist, dass die Moschee zu erhalten ist. Aber da haben Sie doch die Planungsvorhalte aus der Hand gegeben. So, Herr Jeske, Sie sind immer noch nicht dran. Herr Sauer.
Edeka war eben noch mal mehrfach angesprochen worden. Wie ist das nochmal mit den Konzeptbausteinen? Es gibt ja hier, haben wir von der Darstellung gesehen, eine entsprechende Zuordnung in bestimmten Verkaufsflächengrößen. Jetzt war hier aus dem Plenum heraus gesagt worden, möglicherweise ist die Nachversorgung überbetont. Da war die Frage, gibt es da eine Offenheit teilweise, dass man zwischen den Bausteinen nochmal verhandeln kann oder ist das jetzt im Gesamtkonzept soweit vorfixiert? Frau Uwald, auch Sie sind nicht dran. Das Vorkonzept für die drei großen Flächen, Aldi, Butni, Post und Edeka, ist vorfixiert. Das Vorkonzept für die großen Flächen Edeka, Aldi und Butni, Post ist vordefiniert, wie auch die Fläche von der Moschee. Alles andere, da gibt es weder Mietverträge, Vorverträge noch sonstige irgendwelche Absprachen, das ist alles nur optional. Dann würde ich damit auch die Fragen, die im Feld Gastronomie hier gesetzt worden sind, als beantwortet ansehen. Das heißt, da würde man auch nochmal ins Gespräch gehen, was die 800 Quadratmeter betrifft. Es gab ja deutliche Hinweise, was die Größenordnung hier ausmacht. Sie? Ich würde wirklich auch noch gerne die anderen Fragen beantwortet wissen wollen durchs Podium hier vorne. Es war nochmal natürlich ein Reizthema für alle, die auf Pauli wohnen, Außengastronomie. Wie sieht es da aus? Das war eine Frage an Herrn Grote und an Herrn Marte eigentlich. Das waren unsere Fragen? Ja. Gut, dann gebe ich direkt an Herrn Grote. Wenn was offen bleibt, gebe ich auch. Weil Sie kennen ja die Situation, Lösungsvorschläge. Ja, also das Thema Außengastronomie ist ja nicht ein spezielles Problem, glaube ich, jetzt dieser Fläche, sondern im Quartier insgesamt. Und da muss man in der Tat, finde ich, mal überlegen, wie gehen wir damit in so einer Gesamtsteuerung zukünftig um. Sie haben das ja erwähnt, dass im Bereich, im Altona-Bereich der Schanze es dazu so eine klare Haltung gibt, dass man eben wirklich die Zahl im Grunde genommen beschränkt und sagt, wir wollen eigentlich keine zusätzliche Außengastronomie. Das oder überhaupt keine zusätzliche Gastronomie sogar. Und das ist eine Sache, die, finde ich, muss man ernsthaft mal richtig diskutieren. Wir haben eine ähnliche Problematik in der südlichen Neustadt, in St. Georg, überall. Das kann man machen. Wir können auch uns diese, sagen wir mal, die Instrumente, die es in Altona gibt, dazu einfach mal ansehen. Das ist aber, finde ich, wirklich eine Frage, die Quartiere insgesamt betrifft und wo man sich dann vereinbaren muss, auch, sag ich mal, abfragen, wie die Meinungen im Quartier sind. Ich weiß, dass es viel Kritik da gibt. Und dann muss man sagen, sind die Instrumente aus der Schanze und aus Altona vielleicht auch hier anzuwenden? Das würde ich mal als eine Frage bezeichnen, die ist offen zu diskutieren. Und es kann sein, dass wir in so eine Richtung kommen. Ich bin da nicht, also ich wäre da jetzt noch nicht entschieden. Naja, also das geht noch nicht auf zu. Wenn Sie sagen, ich will das nicht mehr, kann ich jetzt nicht sagen, wir machen morgen Feierabend damit. Aber ich bitte, dass das ein bisschen weiter diskutiert werden darf. Aber ich bin da offen. Ich glaube aber, wenn man dazu kommt, wenn man überlegt, irgendwo werden wir ja Gastronomie im Quartier haben, ist sie nicht möglicherweise auf der Fläche hier weniger störend, oder auf der Fläche Rindermarkthalle weniger störend für Anwohner als in den Wohnstraßen? Das, finde ich, ist dann nochmal eine zweite Frage, die man sich angucken muss. Ich nehme die Kritik haben wir aufgenommen, ist verstanden, ist ja klar. Sie werden dadurch eine andere Gastronomie abziehen. Ja. Das wird einfach dazu. Sie hätten das ja auch im Kontext vom Planungsrecht gerückt, und da müssen wir natürlich auch bei den WLAN-Verfahren schauen, was da möglich ist. Aber wir schauen uns wirklich die Altona gerne an. Es war nochmal eine Frage zu den Stellplätzen. Dass es eben hier an kostengünstigen Parkplätzen, überhaupt an Parkplätzen fehlen, die der hier wohnt. Weiß das auch, wenn er mit dem Auto das dritte Mal auf dem Block kurbelt. Die Frage an Edeka in dem Fall war, also kann es nicht nur günstige Parkplätze außerhalb der Öffnungszeiten geben, sondern auch kostenlose Parkplätze. Wie kann man da überhaupt jetzt im Moment eine Antwort geben? Können Sie einen ersten Hinweis geben? Ich kann einen Hinweis an Sie geben. Der nämlich heißt, dass eine Entscheidung gegeben hat, dass nämlich die Politik und der Bezirk gesagt haben, wir wollen das Gebäude in eine kommerzielle Nutzung geben. Und in dem Mietvertrag, der, ich glaube, nicht veröffentlicht wird, aber das ist nicht mein Thema, das hier zu diskutieren, steht eine ziemlich hohe Miete drin, die die Freie und Hansestadt von Edeka bekommt. Und nun können wir natürlich uns hier hinsetzen und sagen, das soll da alles umsonst sein. Parkplätze und die Gastronomie fällt weg, da kommen dann Stadtteil, kulturelle Nutzung, alles Mögliche. Das kann man alles machen, aber man hat sich entschieden, das anders zu lösen. Man hat sich entschieden, einen Mietvertrag abzuschließen mit der Edeka für eine entsprechende Miete. Von daher finde ich, es ist, also ich kenne jedenfalls bisher keinen
vergleichbares Gebäude, welches ein privater Nutzer, in diesem Fall die Edeka, hat, wo viele, viele hundert, wie wir heute gesehen haben, Quadratmeter, wie viele hundert am Ende können wir gemeinsam entwickeln, an, für ein kleines Geld an soziokulturelle Nutzungen gegeben werden. Darüber gibt es noch zu diskutieren, aber die Grundsatzentscheidung, die wir hier gar nicht zu vertreten haben, die ist ja gefallen, dass man sagt, da kommt eine private Nutzung hinein für eine Miete. Das ist ja das Problem. So, ja, nehmen Sie sich jetzt bitte selbst an Ihre eigene Nase. Wir hatten vorhin Spielregeln vereinbart und wir quatschen nicht einfach zwischen rein. Sie wollten eine Antwort, Herr Maßmann hat sie gegeben. Dass Sie damit nicht einverstanden sind, ist okay. Aber lassen Sie doch ausreden. So, sind wir soweit erstmal in der Antwort durch. Ich hatte jetzt nochmal geschaut, ob noch Fragen offen sind. Herr Gerold, welche Frage von Ihnen ist nicht beantwortet worden? Ob, wenn Vertraulichkeit nicht explizit vereinbart wurde, müssen sich die Vertragspartner einigen, ob sie denn ohne weiteres beide bereit sind, den Vertrag nach Transparenzgesetz zu veröffentlichen. Edeka hat dazu noch gar nicht Stellung genommen. Herr Zumke hat auch diese Frage nicht voll beantwortet. Wie festgezogen die Flächen dann tatsächlich sind, hat sich jetzt indirekt beantwortet. Ja. Und dann war noch die Frage nach der Firma der Projektentwickler. Ja, also Herr Sauer hat aber Ihre Frage beantwortet. Und jetzt die Frage zu Herrn Maßmann und seiner neu gegründeten Firma. Herr Maßmann, Sie haben die Frage vorhin vernommen. Können Sie da direkt einen Hinweis geben? Wir haben auch noch andere Dinge. Andere Dinge sind untergegangen, zum Beispiel das mit dem WC. Und das wollte ich hier zusagen. Wir machen ein WC und das ist abgeschlossen. Bravo! Und dann eine Dusche. Diskutieren wir nochmal miteinander, weil das ist eine Preisfrage. Tatsächlich, ich habe mich getraut, eine neue Firma zu gründen am 1.8. und bin dankbar dafür, dass ich gleich einen Auftrag bekommen habe. Und ich habe auch noch weitere Aufträge, das ist nicht der einzige, aber es ist tatsächlich so, dass es eine frische neue Firma. Aber Sie sehen ja an, ich habe nicht insgesamt bis gestern irgendwie studiert, sondern ich habe schon 20 Jahre was Vergleichbares gemacht. Also ich glaube, dass ich da ein bisschen was mitbringe. Okay. Ich würde ganz gerne jetzt trotzdem noch Ihre gemeinsame Aufmerksamkeit bekommen. Wir hatten eigentlich für heute den Top 4 angesetzt. Um den nochmal zumindest, wie wollen wir da inhaltlich weiter mit umgehen, mit Ihnen aufzurufen. Es ist jetzt 9:45, ich muss jetzt mal wirklich Kontakt zu Frau Kranz aufnehmen. Frau Kranz, wo sind Sie? Frau Kranz? Nein, das ist jetzt wichtig, das wäre mit rausgekehrt. Im wörtlichen Sinne. Also, wir werden den Top 4 nicht ganz schaffen, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, nochmal gemeinsam kurz zu schauen. Diese stadtteilbezogenen Nutzung. Da gibt es Gesprächsangebote, dass man gemeinsam zusammenkommt. Wir haben das hier mal kurz erfasst. Neben dem Planungsworkshop, der vorhin von Herrn Maßmann angesprochen wurde, mit dem bekannten Termin. Lassen Sie uns nochmal zum Abschluss ganz kurz drauf schauen. Dann muss ich nicht um die Ecke gucken. Also, unser Vorschlag wäre, dass wir ab Oktober, also ab dem nächsten Monat, gemeinsam nochmal uns zusammensetzen und Vergabekriterien betrachten und eben auch die Modalitäten und wie der Stadtteil hier wirklich eingebunden ist, wenn es denn dann um diese 800 Quadratmeter im ersten OG geht. Parallel gibt es ja, das hatte vorhin Herr Maßmann schon deutlich gemacht, Bewerbungslagen. Wir haben, glaube ich, 13 Bewerbungen hier vorliegen. Die sollen natürlich nicht unter den Tisch fallen, die sollen mit aufgenommen werden. Und dann wäre einfach die Frage, wie will man so ein offenes, nachvollziehbares und transparentes Bewerbungsverfahren gestalten. Aus unserer Sicht sind das Dinge, die müssen ganz schnell gemeinsam hier mit denen, die sich bisher befasst haben, seitens der Beiräte und andere, als auch hier Kommunalpolitik und wir mal zusammentragen. Dazu bieten wir den Dialog selbstverständlich an und da wäre der Vorschlag, dass wir uns auf einen Termin verständigen. Dann wäre auch die Frage, wie und wann und wo wird eigentlich entschieden, wer da am Ende reingeht. Und es wurde vorhin auch gesagt, zu Recht, das muss irgendwie transparent nachvollziehbar gehalten werden. Man muss sich überlegen, wie ist die Zusammensetzung. Es kann unterschiedliche Formen geben. Es gab vorhin ein Beispiel, wie man das machen kann. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel eine Vergabejury. Auch da muss man erstens natürlich gucken, dass hier der Stadtteil entsprechend angemessen vertreten ist. Man muss gucken, wer ist da noch mit dabei. Es gibt ja auch Vertragsverhältnisse. Die müssen sich natürlich irgendwo auch wiederfinden. Wir haben dann, Frau Winch, wenn Sie mal die nächste Folie aufschlagen,
nochmal zu diesen Vergabekriterien, auch mit der Vorarbeit aus den Beiräten und unserer eigenen Betrachtung nochmal festgestellt, es sollte sich schon aus dem Stadtteil ganz schnell Gedanken gemacht werden, wie ist es eigentlich mit den Nutzungseinheiten. 800 Quadratmeter kann ich mit zwei großen Nutzungen nachfragen, ich kann aber auch viele kleinere, eine mittlere und eine große rein. Also sind das, lassen Sie mich doch bitte mal ausreden, also sind das auch wichtige Fragen. Die Frage ist auch, wer soll angesprochen werden? Geht es hier um Pauli? Geht es auch um die Ränder nach Altona, vielleicht auch hier Richtung Neustadt? Können wir uns auch vorstellen, Billstedt beispielsweise mit einzubeziehen? Das sind also wichtige Fragen. Die andere Thematik, wir haben es vorhin schon mal gehört, wer sich bereits beworben hat. Man muss sicherlich überlegen, hat es hier Schwerpunkte, braucht es hier stärker soziale Einrichtungen oder Aktivitäten, die hier Räume bekommen sollen? Sollte man vielleicht stärker auch gucken, was Sie ja vorhin ansprachen, wie ist es eigentlich auch mit bestimmten Bausteinen aus dem Bereich Sport, Musik etc. Dann ist auch die Frage, die Nutzungsdauer. Wir haben erst mal 10 Jahre. Da muss man sicherlich sich unterhalten, will man jetzt hier 1-2 Jahre solche Bausteine vergeben, will man das längerfristig machen, wie ist mit der Möglichkeit, dass andere da reinkommen und nicht nur einzeln dann dauerhaft da drin sitzen. Also Fragen, die man angehen muss. Und last but not least ist auch die Frage, welche Art von Nutzung ist hier eigentlich die richtige? Wir haben jetzt mal, nicht um zu provozieren, einfach nur mal das Spektrum abzubilden, hingeschrieben, bisher sollten es eher gemeinnützige, gemeinorientierte Angebote sein. Wie ist es privatwirtschaftlich? Das sind also alles Fragen, wo man sich wirklich gemeinsam zusammensetzen müsste. Nächste Folie bitte. Wir haben noch eine, ich verspreche Ihnen, dann sind wir soweit. Wir denken, gerade weil wir heute eben nicht ganz so weit miteinander gekommen sind, auch diese Fragen noch ein Stück intensiver aufzurufen. Wir sollten uns zeitnah zusammensetzen. Ich bin sehr dafür, dass wir uns konkret vereinbaren. Es gab ja vorhin Kritik, warum ist die jetzt erst so spät, die Veranstaltung. Deswegen würden wir gerne anbieten, dass wir möglichst Ende Oktober vor den Sommerferien, vor den Herbstferien, wird es etwas schwierig. Sie wissen, die gehen am 6. Oktober los und wie will das? Frau Winsch, ganz laut. Also 1. Oktober, noch früher. Also kriegen wir das gar nicht mehr. Deswegen wäre die Anregung, ja, dass wir es etwa Richtung Ende Oktober packen und dass man sich genau mit den Punkten, die ich jetzt mal so kursorisch für Sie aufgerufen habe, auseinandersetzt. Und wir haben gehört, die Übergabe der Flächen, der Räume, das wird in 2014 voraus erster Fall sein. Aber umgekehrt ist es auch gut, wenn man die Zeit jetzt nutzt, da ins Gespräch, in die Situation auch konkret einzutreten, was man will. Sie haben hier ganz viele Hinweise gegeben, auch zu dem anderen Gesamtkonzept. Edeka hat diese Hinweise gehört, mitgenommen, auch Herr Massmann. Und da wird man sicherlich dann auch im Unternehmen und auch mit Herrn Massmann gemeinsam diese Hinweise nochmal diskutieren. Das will ich damit natürlich auch betonen. Das ist die zweite Schiene. Die erste Schiene, das war eben der Punkt der stadtteilbezogenen Nutzung. Und unser Vorschlag steht im Raum und ich denke, wir können da auch über unsere Beiräte da relativ schnell uns kommunizieren. Jetzt habe ich noch direkt... Habe ich noch die Frage, die nicht beantwortet worden ist, was die Flächenkonkurrenz... Richtig, gut. Ja, also, es war die Frage auf der... Es war die Frage auf der Meta... Auf der Meta-Ebene, wie ist mit der Einzelhandelsstruktur und Situation und den Veränderungen hier in der Bundesrepublik und runtergebrochen auf Hamburg? Herr Sauer, würden Sie da aus Ihrer Unternehmenssicht vielleicht eine kurze Einordnung geben? Gerne. Also letztendlich, Sie haben vollkommen recht, in Deutschland haben wir mit die höchste Flächendichte an Lebensmitteleinzelhandel. Das ist allerdings für Hamburg nicht der Fall. Es gibt Erhebungen, es gibt Wettbewerbskennziffern, die sind im Kreis Stormarn drumherum viel, viel wettbewerbsstärker als in Hamburg selber. Also von daher haben wir nicht diese Flächendominanz. Lassen Sie mich aber zumindest darauf reagieren, dass Sie gesagt haben, die Lebensmittelqualität soll auch dementsprechend sein. Da bin ich völlig bei Ihnen. Das ist ja der Anspruch, den wir haben. Und der letztendlich das Einkaufen, das Discount-Einkauf, das ist natürlich ein Problem. Gebe ich recht. Aber lassen wir uns gerne persönlich darüber sprechen. Ich glaube nur nicht, dass das heute ein Thema hier für diese Sitzung ist. Sie haben gerade von gemeinsam gesprochen, wir und uns. Wer ist das? Also, und wie erreichen wir einander? Also das ist so, das ist die erste Frage. Die zweite Anmerkung ist,
dass wir, also ich bin auch aktiv in dem Koordinierungstreffen der Sanierungsbeiräte, dass wir ja Vorschläge gemacht haben. Also wegen der Jury, wir möchten keine Jury, das haben wir auch ein paar Mal ausgedrückt in unseren Protokollen. Und ich möchte fragen, ob Sie das mitnehmen. Ich finde zum Beispiel auch einen einmaligen Workshop viel zu wenig. Ich finde, Sie fallen zurück zu 2 Jahren, wo auch sowas stattgefunden hat, ein Workshop und eine Jury. Dagegen haben wir uns mit Recht gewendet. Und ich und wir würden das, glaube ich, gut finden, wenn Sie ein bisschen mehr hingucken und hinhören würden, was wir jetzt noch eingebracht haben. Ja. Hallo, ja, eine Formulierung eben fand ich seltsam. Es müssten jetzt aus dem Stadtteil Gedanken kommen über diese 800 Quadratmeter. Ich möchte noch mal sagen, wir denken seit 2 Jahren nach. Diese Veranstaltung kommt 1,5 Jahre zu spät. Die Korrektur. Also zu sagen, ja, aber das ist vertraglich festgezogen, da kann ich nur sagen, da haben Sie echt einen scheiß Vertrag abgeschlossen. Dann machen Sie das lieber selber. Also entweder Sie reduzieren das, vor 2 Jahren in der Auslobung der Machbarkeitsstudie reichten 2500 Quadratmeter Nahversorgung. Ja? Und jetzt reicht es nicht mehr? Was geht da eigentlich vor bei Ihnen? Alles klar. Herr Rechner, auch zum ersten Mal konkrete Fragen gestellt, die dann auch gleich darauf eingehen. Also wer ist mit wir und uns gemeint? Herr Maßmann als Projektbeauftragter von Edeka hatte angeboten, jetzt diese Beteiligungsprozesse, auch diese Auftaktveranstaltung für Edeka mit zu organisieren. Das wäre damit die Bürger direkt mit einem Investor verhandeln Jeske, müssen, wo gibt es denn nicht, sowas? Jetzt warten Sie doch mal. Wo sind Sie ich würde denn ganz da? Gerne ausreden, Herr Jeske. Also die Frage war, wer ist das? Es ist die Firma Maßmann, die hier auch. Wir wollen mit der Stadt reden und nicht mit der Firma Maßmann. Ja. Was ist das denn? Gerne Ihr Wunsch. So, die nächste Frage war mit dem Wir, wer steckt da noch dahinter? Wir hatten bei uns im Bezirksamt uns natürlich auch darüber im Vorfeld Gedanken gemacht. Wir sind selbstverständlich gerne bereit, da auch mitzuwirken. Die Organisation jetzt dieser Veranstaltung liegt aber in dem Fall bei der Firma Maßmann. Das ist im Moment der Stand. Ich würde ganz gerne weiter die Fragen, die hier an uns gerichtet werden, gleich an die Mafia übergeben. Beantworten. Ja. Dann die Frage, wie ist es mit der Jury? Wir wollen doch keine Jury. Genau das sind die Punkte. Und darüber sollten wir sprechen. Und deswegen sind auch, Herr Jeske, Sie sind nicht dran. So, also nochmal direkt zu den Fragen. Ja, wir haben es jetzt gehört. Aber es gibt trotzdem noch offene Frage hier vorne. Und ich werde auch darauf eingehen. Und dann können Sie gerne Ihre Kommentierung außerhalb dieser Runde dann beitragen. Also nochmal die Frage, wie geht man mit den Hinweisen von heute um? Also erstens, diese Dinge sind mitgeschrieben worden. Ich hatte vorhin gesagt, Edeka hat das aufgenommen und Herr Maßmann und sein Mitarbeiter haben, glaube ich, ziemlich gut Leute zugehört. Das Zweite, es gibt ein Protokoll vom 12. Juni, wo die 3 Beiräte hier zusammengesessen haben mit ihren Hinweisen. Das liegt auch Herrn Maßmann vor. Das heißt also, das, was Sie heute nochmal reklamiert haben, wird sicher nicht gegenstanden. Die andere Frage, wie ist das mit dem Zusammenkommen? Ist das jetzt ein einmaliger Workshop? Ich hatte vorhin Herrn Maßmann so verstanden, es gibt den Startworkshop und das wird nicht der letzte sein. Sie haben recht mit der Einschätzung. Sie haben recht mit der Einschätzung. Sagen Sie mal, würden Sie mich jetzt wirklich ausreden lassen? Lass ich doch auch ausreden. Wir wollen nicht mit Herrn Maßmann reden. Also, die Frage nach den Veranstaltungen, es wird so sein, es wird mehr Veranstaltungen geben. Sie können selbst daran gestalten. Herr Maßmann, von Ihrer Seite, er sollte sich war das schämen. Richtig einordnen. Herr Grote würde aber gerne auch nochmal auf 2, 3 Hinweise eingehen, die hier heute Abend noch anklangen. Dann würde ich Herrn Grote bitten, ob er vielleicht auch so eine Art Schlusswort findet oder noch auf eine kleine Worte. Ja, also
du wohl nicht beantworten. Warum heißt das plötzlich nicht? Guten Nacht, Herr Karolin Brote. Okay, gibt es noch ein paar mehr? Okay, also ich wollte noch mal auf ein paar Punkte kommen jetzt zu der Frage, wie geht man jetzt weiter vor, wie kriegen wir das hin, dass wir möglichst viel von dem, was es an Bedarf und an Bewerbern und so weiter aus dem Stadtteil gibt, da unterbringen. Und da fand ich das interessant, was von Seiten des Koordinierungstreffens gesagt wurde, dass man Konkurrenz vermeiden will unter den Beteiligten. Das würde ja auch bedeuten, dass man guckt, wie kriegt man Konzepte kombiniert, wie setzt man auch die einzelnen Bewerber vielleicht miteinander in Kontakt und wie kriegt man hin, dass man auf der Fläche möglichst viel unterbringt. Das finde ich einen ziemlich wichtigen Hinweis und ich finde, man muss auch gucken, wer sind diejenigen, die am dringendsten auf diese Flächen angewiesen sind. Ein paar von denen, die sich beworben haben, sind durchaus auch in der Lage, eine gewisse Miete zu bezahlen, sodass man das auch ein bisschen verteilen kann vielleicht und ich finde das auch alle Beteiligten dann irgendwo eine Aufgabe haben, da würde ich auch das Bezirksamt mit einbeziehen, zu gucken, Dinge, die wir vielleicht an der Stelle nicht unterbringen, kriegen wir die in der Umgebung irgendwie an anderer Stelle unter. Wir haben eine ganze Menge Flächen, mehr als in den allermeisten anderen Stadtteilen, die wir zu relativ vertretbaren Konditionen hier auch an ja, stadtteilorientierte Nutzung zur Verfügung gestellt haben schon und es gibt vielleicht auch noch zukünftig da Spielräume und da muss man sehen, dass man das im Gesamtkontext der Stadtteile irgendwie unterbringt. Jedenfalls sollte unser gemeinsames Bemühen sein, und so habe ich auch das Koordinierungstreffen da verstanden, zu sagen, möglichst viel von dem, was jetzt an Wünschen und an Bedarf und an Initiativen, die wirklich Not haben im Raum, dass wir möglichst viel da unterbringen. So, und dann finde ich die Frage, wie setzt sich das zusammen, ob das eine Stadtteilkommission ist oder ob das eine Jury ist oder wie auch immer. Da gibt es überhaupt keine Festlegung, nur wir müssen am Ende muss es irgendwie eine Entscheidung geben. Und diejenigen, die sich bewerben müssen, irgendwann wissen, klappt es oder klappt es nicht. Und das kann sich also natürlich zusammensetzen aus den, oder wird sich ganz vorrangig zusammensetzen aus denen, die sich bisher auch schon mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben. Also Koordinierungstreffen, die Sanierungsbeiräte, Planungswürfe und, und. Am Ende geht es eigentlich immer so in diesen Prozessen, dass diejenigen, die sich am ernsthaftesten damit beschäftigen und einfach dabei bleiben in so einem Prozess, auch diejenigen sind, die das maßgeblich mitgestalten. Das ist schon eine Idee, dass das hier so sein soll. Und dann kann man gerne natürlich auch nochmal, wenn man eine Idee hat, wie es sein könnte, auch nochmal zu einer Veranstaltung einladen, das vorstellen. Jedenfalls ist nicht beabsichtigt, dass irgendwo da jemand ausgeschlossen wird, sondern alle, die daran ernsthaft mitarbeiten wollen, sind herzlich dazu eingeladen. Ja, Herr Grohne, wir haben 22 Uhr, 30 Minuten überzogen. Ich möchte jetzt gerne für heute diese erste öffentliche Auftaktveranstaltung beenden. Ich möchte mich bei allen bedanken. Ja, du bist ja.